das Ganze nochmal mit Ton aus der Regie. Kurzes Update. Ich habe leider keine Informationen, was beim Hacker Jeopardy gerade klemmt. Ich hoffe, die Kollegen sind gleich soweit und können die erste Runde starten. Noch suchen sie aber auch nach Kandidaten. Also wenn ihr Lust habt mitzumachen, dann meldet euch unter dem Link. Geht auf den Link und dann könnt ihr hoffentlich das Ganze beschleunigen, wenn ihr euch als Kandidaten meldet. Sobald ich was Neues weiß, hört ihr von... Ich habe auch noch kein Passwort bekommen. Ach so, entschuldigt. Ja, da war ja was. Genau, das muss ich eben schnell anlegen. Das ist ein Directory Access. Das kommt sofort, muss mir eben einloggen. Wie gesagt, verzeiht es mir ein wenig, es ist ein bisschen gestresst. Das war alles... ja, aber das kriegen wir schon alles hin. Ja. So, eigentlich sollte jetzt auch schöne Wattemusik und sowas da sein, aber irgendwie, ja, nun gut. Zumindest haben wir schon mal Fragen für ein paar, für zwei Runden mindestens. Dann, genau, schreibe ich euch sofort den Chat hier rein. Genau. Also ihr nehmt, kriegt alles, dass der denselben Benutzer am selben Passwort, weil das egal ist, weil es wie gesagt nur ein Directory Access ist. Dann nennen wir es einfach, den User können wir schon mal PTT nennen. Und dann nehme ich das gleich dasselbe Passwort wie für den Channel, aber das muss ich eben noch schnell anlegen. So. Also User als kleingeschrieben PTT und das Passwort... So, alles klar, versucht's mal. Wo hast du das Passwort? Das ist das vom Channel DVOG, so wie es geschrieben ist, 2020 PTT, Ausrufezeichen. Ja, alles gut. Das meintest du. So, jetzt versuche ich mal bei YouTube den Stream live zu starten oder zu schalten. Klappt. Seid ihr drin, ja? Gut, dann machen wir mal. Ich sehe Player aus früheren Jahren. Was sagst du? Ich sehe Player aus früheren Jahren. Ja, das ist richtig. Du siehst da nicht deinen Stream. Den Stream sieht man nur im Livestream, weil wir das mit OBS halt alles basteln. Das ist halt, eigentlich war das ja mal für was anderes gedacht. Wir haben das alles ein bisschen zweckentfremdet und bastel da noch drin rum, aber man kann es schon mal benutzen. Genau, du siehst Spiele aus den früheren Jahren, deswegen ist nur wichtig, dass du dir merkst, welcher Player du bist. Du siehst, ich weiß nicht, ob ihr parallel auch noch da den Stream mitlaufen lassen wollt oder so, das ist auch egal, aber ihr braucht im Endeffekt Jitsi, damit wir miteinander kommunizieren können. Der Ton davon wird auch im Stream aufgezeichnet und zumindest eben ausgespielt, auch wenn man jetzt gerade noch nicht, eigentlich müsste man es auch sehen jetzt, ne? Genau, gleich. Ja, passt. Und ihr braucht den Buzzer oben links in der Ecke, den gelben. Das heißt, wenn oben links das Feld grün wird, dann könnt ihr buzzern und ich sehe dann, wer zuerst gebuzzert hat und dann funktioniert es, wie ihr es beim klassischen Jeopardy halt auch kennt. Und dann kann ich halt auch Punkte zuweisen oder abziehen und es gibt auch ein Double Jeopardy, das funktioniert jetzt tatsächlich endlich. Und ja, und dann halt am Ende, wenn alle Fragen weg sind, geht es natürlich nach Punkten, das kennt ihr ja. Genau. Ein Keybinding? Wie bitte? Muss man mit der Maus buzzen? Oder geht ja, genau. Ist mir jetzt nicht bekannt, ob es mir anderen geht. Also die Software stammt nicht von mir. Die habe ich geforkt, habe sie halt nur noch ein bisschen präpariert. Ihr seid auch ein Open-Source-Projekt. Das war mal StarCraft Jeopardy, muss man erwähnen. Man hat auch mal ein anderes Design, eher im StarCraft-Farben-Look. Ja, Moment, ich muss mir selbst gerade mal eben noch ein Passwort verpassen hier. So, jetzt müsste ich hier als Admin reinkommen. Den User kannst du das gleiche Kennwort geben, dann, ne? So, okay. Alles klar. Ich,
ihr seht ja die Fragen schon, ne? Wir machen gerade mal nur eine kleine Testrunde, damit wir es technisch durchhaben und nachher starte ich dann die richtige Kategorie. Okay. So. Dann können wir mal eben das testweise durchspielen. Lasst mich noch ganz schnell gucken, ob der YouTube-Stream jetzt endlich läuft. Dann muss ich das eben schnell einstellen, das wäre so schade. Und dann geht's los. Das ist wahrscheinlich YouTube Studio. Letztes Mal hatte ich den Luxus, dass sich Chaos West drum gekümmert hat. Diesmal habe ich nur die Infrastruktur in Chaos West und habe jetzt Karl hinter mir, der da am anderen Rechner sitzt. Und der kümmert sich um OBS und ich kümmere mich quasi um das Spiel, also technisch gesehen. Und versuche es so ein bisschen auf Moderation, aber erstmal muss ich den technisch alles im Laufen haben. Aber wir versuchen das so locker wie möglich zu machen. Genau, was haben wir hier? Nein, das ist ein Stream. Ich muss einmal in die Videos, dann in Livestream, genau, und einmal auf das Jeopardy drauf. Als öffentlich ist es schon geschaltet. Mir war nicht bewusst, dass man das noch starten muss. Ah, da oben muss ich erstmal draufklicken auf Livestream starten. Jetzt müsste es losgehen. Ich lerne heute ganz viel. Ich habe viel über OBS gelernt. Okay, jetzt ist der Stream bei YouTube Live. Dann würde ich sagen, dann lass uns mal die erste Kategorie wählen. Dann können wir gleich mal durchtesten. Spieler 1 war, ich weiß jetzt, ich sehe jetzt nicht, wer Spieler 1 ist, deswegen spreche ich am besten mit Spielern an. Genau. Ja. Spieler 1, wähle deine Kategorie und ja, leg los. Okay, dann nehme ich einmal Port 200. Port für 200. So, dann togge ich und ihr könnt drücken. Jetzt habt ihr den grünen Ball, habt ihr die Farbe oben grün, richtig? Die Farbe. Gelb. Gelb ist das, wo du eigentlich draufklicken musst. Ja, ja. Rot habe ich oben. Und das, ja, das da drüber ist rot. Richtig. Warte mal, ich klicke nochmal auf Toggen. Dann habe ich gerade nicht gecheckt, wenn jemand gedrückt hat. Okay, Player 3 hat gebassert. Okay, Player 3, dann darf er auch antworten. Wie gesagt, jetzt eine Testrunde, erstmal damit wir es technisch verstehen. Mhm. Damit wir dann in der nächsten Runde dann halt nicht mehr daran, dass es nicht daran scheitert. Welcher Dienst läuft auf Port 993? Das ist vollkommen korrekt. Und bums, jetzt habe ich dir mit der linken Maustaste Punkte gegeben. Das finde ich für mich auch nochmal wichtig, dass ich nicht die Maustasten verwechsel, sonst wird es peinlich. Ich kann die Punkte nämlich nicht editieren. Kommt alles noch. Wie gesagt, wir basteln noch. Oder es kann auch sein, dass ich sie editieren kann. Ich weiß noch nicht wie. Alles noch Neuland. Wir spielen ja auch über Neuland. Okay, dann du hast die Frage ja richtig, zumindest hast die Antwort ja richtig mit einer Frage belohnt. Also darfst du auch die nächste Kategorie wählen. Ach, ich muss mich anmelden. Ports 300. Dann Ports für 300. Und ich tocke. Jetzt müsste es grün sein. Ich ziehe mir das mal auf einem anderen Bildschirm rüber. Also ich würde mal sagen, das ist ein bekannter Port, wenn man schon mal mit diversen Spielen zu tun hatte. Hm. Dieses Spiel ist so eins, was man sehr schön selbst hosten kann. Ach, hat jemand gebassert? Ups, wer hat denn gebassert? Was ist Player 3, Chris. Player 3 hat gebassert. Weil ich muss kurz dazu sagen, technisch gesehen, bei mir boomt das kurz auf bei den Playern und verschwindet dann leider auch schnell wieder. Und wenn ich mich habe ablenken lassen durch mein Gefasel, dann sehe ich es nicht rechtzeitig, aber ich habe Karl. Okay, Player 3. Auf welchem Port lauscht der Minecraft-Server? Vollkommen korrekt. Das ist Minecraft. Das weiß ich auch nicht. Okay, dann du darfst die nächste Kategorie, genau, Punkte, passt, perfekt. Du darfst die nächste Kategorie wählen. Übrigens, 5 Gewinn funktioniert leider noch nicht. Das wird erst bei der nächsten Runde implementiert werden. Okay, CPUs 100. CPUs für 100. Spieler 1. Was ist eine der ersten Intel-PC-CPUs? Das ist korrekt, ja. Bei denen ging es mir tatsächlich eher um die Architektur. Also gibt ja heutzutage auch andere. Also eher so um die Bitrate, aber... Ich lasse 100 ist eine 100er Frage, lasse ich gelten. Aber weißt du es? Die Bit-Architektur. Also die Bitrate.
die Bitrate 32 Bit müsste das sein. Ja, genau, das war so das, was ich mir dabei habe. Ah, okay, das heißt, wie viel Bit. Gibt es auch älter mit. Fing an als 8/16. Ja, das gebe ich dir vollkommen recht, deswegen ist diese Frage mir auch ist so ein bisschen schwammig, das ist vollkommen richtig. Aber ja, du hast recht. Ich habe tatsächlich noch auf den 286er Bass und den 86er habe ich noch mit dem grün-schwarzen Monitor gesehen. Ich bin alt. Okay, alles klar. Dann hast auch du jetzt 100 Punkte. Das klappt ja hervorragend. Wie gesagt, stimmt. Ich kann mich noch an die ISA-Karten erinnern. Die waren noch 16-Bit, ne? Ja, und dann SIM-RAM, 1 Megabyte. Okay. Du, Spieler 1 hat die Frage richtig gestellt. Deswegen darfst du jetzt auch die nächste Kategorie wählen. Dann machen wir auch mal Betriebssysteme für 100. Dann machen wir Betriebssysteme für 100. Ich krieg langsam Übung. Ja, Spiel 1. Was war die Brotkiste, die sehr bekannte von Commodore? Welche Kennung hatte die? Heißt ja Betriebssysteme. Da geht der. Achso, ich will das Betriebssystem von dem. Ich toggle mal wieder, dann könnt ihr mal, falls ihr es wissen. Also mir ging es speziell halt nicht um das Gerät selbst oder um die schönen Spitznamen, sondern eher so, was da für ein System drauf lief, was man hatte, wenn man die Kiste eingeschaltet hatte. Also man muss ja, gut, es ist ein bisschen unfair. Ja, Spieler 3. Welcher Computer machte Commodore Basic V2 bekannt? Interessant. Das ist sogar noch detaillierter, als ich es überhaupt hier stehen habe, beziehungsweise mir ausgedacht hat. Ja, mir ging es tatsächlich einfach nur ums Basic, genau. Ah, okay. Genau. Ja, dann Spieler 3, die nächste Kategorie. CPUs für 200. Und CPUs für 200. So, achso, ich muss toggeln, genau. Ja. Spieler 3. Welche 31-Bit-CPU wurde Ende der 80er in UK berühmt? Tatsächlich ging es bei der CPU mir um das, was hinter dem Namen eingesteht. Aber weißt du auch das? Ursprünglich Advanced Wisp Machine oder Archon Wisp Machine. Genau das. Perfekt. Dann die nächste Kategorie. Was ist eigentlich mit Spieler 2? Ich bin zu jung dafür. Ich kenne den meisten Scheiß gar nicht. Hauptsache, du bist noch da. Genau. Wie gesagt, ich bin noch da. Ich tröste dich damit, dass das nur eine Testkategorie ist. Tatsächlich wurde nämlich diese Kategorie beim letzten Devok Jeopardy quasi verwendet. Und ich hatte die JSON-Datei und brauchte sie nur starten, um die Technik zu testen. Ich glaube, ich kann mich noch dran erinnern. Da dachte ich mir auch schon, ich bin zu jung dafür. Ja, die anderen Kategorien, da werde ich nachher selbst viel lernen, weil die habe ich gar nicht selber gebastelt, sondern diese wurden eingereicht. Da bin ich nachher selber mal gespannt, wie gut ich mich schlage, wenn es um die Antworten bzw. die Fragen geht. Okay, aber wir waren Spieler 3, hat er schon eine Kategorie gewählt? Ports für 100. Und Ports für 100. Vor Spieler 3. Auf welchem Port läuft der E-Mail-Versand? Per SMTP. Ja, perfekt. Genau. Unverschlüsselt meistens. Also geht zwar auch mit, aber. Ja. Mit opportunistischen TLS heutzutage meistens. Bei meiner Hochschule war der damals geblockt, weil dafür zu viel Spam verschickt worden ist über 25. Mhm. Ja. Dafür hatte meine Hochschule früher ein Open Relay für gewisse interne Netze. Ja, okay. Die nächste Kategorie. Betriebssysteme für 300. Betriebssysteme für 300. Was ist eine... Moment, das war mein Fehler. Ich habe nicht getoggelt, aber... Ich spiele eins. Ja, sehr schön. Was ist eine sehr beliebte Android-Version? Weißt du auch welche? Oh, KitKat ist schon 4, glaube ich. War es 4.0? Oder nee, 4.4 war KitKat. Genau. Ne? 4.4.
Ja, dann darfst du die nächste. Ich weiß nicht, wollen wir das Spiel noch so zu Ende machen oder wollen wir dann die richtige starten? Bei der richtigen muss ich aber gestehen, muss ich noch schnell Copy-Paste in das JSON-Feed machen. Das heißt, da brauche ich dann noch ein paar Minuten. Dann würde ich sagen, nutze ich die Pause zum Mate jagen. Ja, dann geht ihr mal Pause machen und ich tue eben hier einmal die richtige Kategorie vorbereiten und dann geht es gleich weiter. Aber dann im Groben funktioniert es bei euch, das ist schon mal schön zu sehen. Ihr habt verstanden, wie das Spiel funktioniert und ihr wisst auch, wie ihr es bedient und unser Streaming scheint ja auch zu funktionieren. Das stimmt mich glücklich. Okay, wunderbar, dann bis gleich. Was die Übernachtseite? Was sagst du? Dann müssen wir uns jetzt benehmen. Ach, also sagen wir so, umgezogen wart ihr jetzt nicht gerade die ganze Zeit. Nein, aber dann können wir so ein bisschen. Boah, was ist denn mit deinem Richter? Das Ding hat 24 Kerne und kackt trotzdem ab. Und der Stream. Natürlich ist Glückssache. So viele Jitsi-Leute drin? Ich habe auf dem Twitter-Shit gelaufen, habe ich was anderes. Da läuft gerade nur mein Codium drauf für den JSON-File und ein bisschen SSH-Gedöns und ein Browser. Also deswegen, ich verstehe es gerade nicht. Liegt am Hersteller. Ja, liegt am Hersteller. Das ist immer der Hersteller. Ja. So, jetzt kann einmal. Die Kiste ja auch wunderbar im Serverschrank erkennen. Kann man? Auf den rechten? An alle im Stream, es geht gleich weiter. Sehr schön, dass du das geeignet hast. So, dann wollen wir mal eben schnell copy-pasten. Welchen nehmen wir denn da? Übrigens, ihr seid die Ersten, die gleich testen, ob wir oder die es gleich sehen, ob das mit den Bildern so funktioniert wie vor, wie gedacht. Was ist die Abkürzung für Singleboard-Computer? SPC. Was? SPC. SPC, Single, SPC, Singleboard-Computer. Oder auch EPC für Einplatin-PCs? Auf SOC. An einer komischen FH lernst du vielleicht. Ich habe das tatsächlich gar nicht geprüft. Ach du Scheiße, ob das so geht. Ja, da bin ich mal gespannt. Das kann ja nur schief gehen. Lifehacken ist das Beste. Ja, das Problem ist, ich habe jetzt eine Uhr. Ah nee, ich habe die Unterstriche nicht gesehen. Sehr schön, das ist ein Unterstrich. Ich habe schon gedacht, wieso der denn jetzt bitteschön hier Leerzeichen auflösen. In der URL. So. Dann haben wir das erste. Boah, ich muss das unbedingt noch automatisieren. So, dann hatten wir das mit IMG. IMG. Genau. Kann ich jemand von euch das Ding befüllen? Es sind auch die Fragen dabei. Ah, praktisch. Ihr müsst nur noch so tun, als ob ihr es wüsstet. Oder nicht hättest du es geben können. Ja. So, aber ne, ich gebe mir schnell fertig zu werden hier. Oh, wir haben Ton. Sehr schön. Ich wollte es erst noch einbauen, aber ich habe es in OBS dann zeitlich dann doch wieder gelassen. Genau die richtige Musik. Ach ja, ich befürchte, das wird heute nicht so viele Runden geben wie beim letzten Mal.
Für alle im Stream, die sich wundern, was gerade geschieht, es werden gerade die eingereichten Kategorien in ein Format umgesetzt, welches vom Stream verstanden werden kann. Wenn man keine technischen Probleme hat, baut man sich halt andere. Hauptsache, man hat welche. Ja, genau. Ich hab das letzte Mal hieß es von denen, das gehört zum guten Ton. Also Probleme gehen nie aus. Also das ist das Einzige, was ich noch nie hatte. Kommt immer noch kein Webcam-Bild, obwohl es als aktiv angezeigt wird. Ist das ein Webcam-Bild? Ja, stimmt. Na, dann entweder kein Trall oder muss neu laden, aber das würde ich jetzt erstmal. Ich habe schon neu geladen, also. Ja, dann ist es halt so. Dann ist es so. Hauptsache, wir hören dich und du hörst uns. Das ist die Hauptsache. Genau. Wie gut seid ihr mit Technik? Welche Technik? Elektrotechnik, Elektrotechnik. Elektrotechnik-Ingenieur offiziell, also von daher. Okay, dann. Aber damit oute ich mich jetzt und ich reiße mich gleich total rein. Schade, dass noch keine Fahrten da sind, sonst hätte man sagen können, du machst schon mal die Vertikale. Gibt es ja auch einen Stream von den Shepherdy, oder? Ja. Beim Twitch, bei YouTube und beim DVOG. Also beim VOG. Können wir mal einen Link reinpasten? Bei YouTube ist es einfach youtube.com/chaoswesttv, twitch.tv/chaoswesttv und beim DVOG gehst du einfach auf die Seite di.c3vog.de und dann musst du dich durchklicken. Dann mal gleich die Beschallung aus und dann geht das Spiel los. Warte, ich habe jetzt schon 50%. Aber ich bin gerade, ich werde immer schneller. Also es tut mir wirklich leid, aber ich bin leider noch genötigt zu arbeiten, also bezahlt zu arbeiten. Nee, weil das ist gleich zu Ende. Ach, das Lied? Dann einmal rückwärts abspielen, bitte, also auch den Sound rückwärts. Ich speise das gerade ein, indem dass ich ein Audio-Device neben mir stehen habe. Also dreckiger geht's nicht. Aber ich muss sagen, Twitch hat nur 2 Sekunden Verzögerung. Der Stream auf MediaCCC hat irgendwie 15 oder so. Also die kriegen alle von derselben Quelle zur gleichen Zeit den Stream. Naja, Twitch ist optimierter an der Stelle. Das ist ganz klar. Wie gesagt, ich hab jetzt nur gehört, woraus dieses Tool, was sie da verwenden, gebaut ist. Also was Chaos West TV da verwendet, wo ich jetzt, glücklicherweise den Zugang zugekriegt habe, um das da nutzen zu können. Ja, cool. Ach, du Scheiße. User, das nächste Mal, wenn du Fragen stellst, nicht so viel Text. Welche Zeit?
Okay, passt der Text irgendwo nicht rein? Ja, es hat, ich weiß gerade nicht, was. Das ist schon viel. Das ist ja nicht, ob die Antwort ist. Moment, ist irgendwas untergegangen? Entweder ist das eine die Antwort oder das ist die Frage. Ich muss mal kurz zurück. Ach so, okay, ich habe es gefunden. Das ist für den Moderator gewesen. Alles klar, mein Fehler. Oh, das war gar nicht von dir. Von Teleknon. Schick. Kommt jetzt gerade in Einrechnungsreihenfolge? Nee, ich gehe ein bisschen durcheinander. Weil ich will nicht nur Bilder und nicht nur Dings haben, sondern schon ein bisschen gemischt werden. Oh, das nehme ich auch mal rein. Das ist ein bisschen verkehrt. Ich werde keine neuen Probleme aufmachen. Ich glaube, der Stream ist echt leise. Kann das sein? Die Wartemelodie ist sehr leise. Okay. Okay, dann nehmen wir das auch nochmal mit rein. Weil wir schon dabei waren. Ja, genau, ist jetzt beinahe geknallt. Ich habe noch gar nicht definiert, was Bilder sind. Also nur, dass wir uns richtig verstehen, auch wenn ihr sprecht, seid ihr total leise auf dem Stream, ne? Kann man jetzt sagen, ja, genau. Das können wir regeln. Das sagt mir mal, wenn das leise ist, laut ist. Ich rede einfach mal weiter und noch weiter und noch weiter. Passt das denn jetzt besser? Ja, es ist halb so laut oder ein Drittel nur so laut, wie du im PC bist. Das heißt, die anderen sind zu leise oder? Nee, der gesamte Ton. Also ich höre ja dich über dich. Okay. Ja, genau. Das liegt am OBS, da müssen wir das im OBS den Regler weiter oben drehen. Wie sieht es jetzt aus? Ja, ich muss ganz kurz warten. Ja, also, ach so, Verzögerung, ja. Das ist gut. Okay, perfekt. Ja. Nee, super, danke für den Hinweis. Das ist auch da. Wir lernen, wie gesagt, ganz viel. Ja, ich muss aufpassen, ich tippe. Kommen wir mit den ganzen Dingen durch. Das Nummer. Ja, das kommt sofort. Ich bin sofort durch. Ich hätte auch nicht erwartet, dass ich jetzt so lange dafür brauche, für das Reinbasteln. Also, den hatten wir schon. Ach Mann. Ich kann euch auch wissen, es gibt keine Frage.
Das haben wir noch nicht implementiert, Preise. Oh, der ist gut. Was bietet denn Schönes? Was spielt ihr Schönes? Hoffentlich. Ja. Ja. Das klingt ja eigentlich gerade nur rum. So schön. Wir spielen ein Wartespiel. Ja, genau. Guck mal, ob UTF-8 gut funktioniert. Ansonsten ist die Frage auch, was ist dein scheiß Encoding? Ja, genau. Wie lautet die UTF-8 Selbsthilfegruppe? Ich hätte jetzt eher gesagt, was ist die Lösung und der Anfang aller Probleme? Da gibt noch eine XKCD zu. Oh, zu viele Standards. Wir brauchen einen, um sie alle zu vereinen. Yeah. Ha, noch ein Standard mehr. Nur einer? So. Ja, jede Minute halt. Das Schöne an Standards ist, es gibt so viele, aus denen man aussuchen kann. So, ich kopiere jetzt den Content in eine Datei rein und dann starte ich die Runde. Und ich vermute, dass der User gleich rausspringt, weil Leute auch die Klingel gehen. Ja, den User, der kann auch ruhig rausspringen. Ich habe nämlich aktuell keine von seinen anspruchsvollen Fragen verwendet. Dann wäre es sogar dafür, dass der User rausspringt, dann muss man eigentlich keiner so durchpassen. Hat er? Den User kann ich zur Not rauskicken. Oder er spielt einfach mit? Nee. Der kennt doch die Fragen dran. Oh. So, der User ist raus, jetzt müsste es passen, ne? Yep. Doof nur, wenn er gleich wieder reinkommt. Schreib mir mal, dass er draußen bleiben soll. Ich könnte natürlich das Spielerbild auch schon wieder live schalten. So, das kannst du jetzt machen. Und jetzt gehen wir ganz schön grandios unter, oder es funktioniert. So, Bild wieder live. Ich habe jetzt gestoppt, ihr müsst gleich neu laden. Ihr seht euch auch noch alle an der richtigen Stelle im Stream. So, ich sehe schon mal nichts. Lade mal bitte den Browser neu. Den fürs Buzzern, ne? Ja, genau. Muss ich auch? Ja. Oh ja.
Okay. Was ist das denn? Das ist nicht von mir. Was hat er denn jetzt geladen? Warte mal. Das ist die falsche Kategorie. Ihr seht auch Hello Gamer. Ich kann sagen, das hätte mich gewundert bei Hacker Jeopardy. Nee, das ist. Moment. Ah ja, ich weiß auch, warum ich einen Schreibfehler drin habe. Da fehlt ein C. Da fällt er wahrscheinlich auf so ein Default zurück. Ja, das sieht schon besser aus. Nochmal an. Sind das dieselben 3D-Drucker wie vorhin? Oh, mein Gott. Ah, ja, okay. Okay, mit einer Kategorie kann ich noch mal was anfangen. Ja. Ach nee, warte mal, wir haben ja dieses Spiel. Oder es ist. Nee, das wäre aber Insider, das glaube ich nicht. Ja, obwohl, in dem Umfeld, Ming korrekt. So ist richtig, ne? Dadurch, dass die ja doch sehr oft beim Kongress auftreten, viel mit Stickstoff rumbasteln, anderen Kram machen, irgendwelche China-Gadgets holen. Ja, inkorrekt. Sind die durchaus, haben die sich einen guten Platz verdient, dass die da auch mal mit reinkommen dürfen. Ich hoffe, ihr seht es genauso. Immerhin scheint ihr ja zu kennen, also kann es ja nicht so falsch sein. Ja. Okay, das ist in Fall 1 leider nicht erlaubt. Was sagst du? Das ist in Saal 1 leider nicht erlaubt. Ja, genau. Leider habe ich den Sticker jetzt nicht drin. Das muss ich euch leider enttäuschen. Die Frage gibt es gerade nicht. Zumindest die Antwort auf die Frage. Okay, alles klar. Also SPC habt ihr schon mitgekriegt, das ist Single-Board-Computer. Dann haben wir die Kategorie Zeitzone. Das brauche ich nicht mehr erklären. Die andere Kategorie hattet ihr ja gerade schon eben in der Testrunde, wo wir die Technik kontrolliert haben. Sind diesmal andere Boards. Dann das M-Ausrufezeichen. Das kennt ihr ja, wofür das steht. Zumindest habe ich es gerade gehört. Und 3D-Drucker halt alles, was irgendwie mit 3D-Druck zu tun hat. Genau. So, und jetzt die User passen bei dir. Hast du live erschaltet? Bei mir ist es live erschaltet. Okay, alles klar. Dann Ton ist auch in Ordnung. Hat noch jemand den Stream am Laufen? Ja. Und Ton passt auch und alles, dann können wir ja loslegen. Gut, dann haben wir jetzt die erste scharfe Runde. Ja, ich glaube, der Ton passt. Yay. So, für die, die später noch mitspielen würden wollen, die nächste Runde dauert genauso lange vorzubereiten. Leider. Und gleich der Vorbereitungstermin. Also wir haben jetzt tatsächlich ausreichend Content. Kann man das pipeline? Was sagst du? Kann das jemand im Hintergrund vorbereiten? Leider sind wir hier, sitzen hier nur zu zweit und einer bedient den Stream, der andere macht das und leider nein. Aber ich würde sagen, lass uns die eine Runde spielen und dann gucken wir mal, wie es läuft und vielleicht machen wir dann noch eine, falls noch Interesse besteht. Wenn nicht, machen wir halt vielleicht morgen nochmal ein Jeopardy oder so. Mal schauen. Genau. Tatsache jedenfalls, wir können loslegen. Okay. Dann der Zufall entscheidet, Spieler 2 darf anfangen. Nee. Also wir haben auch wieder den gleichen Zufall, wie es beim echten Jeopardy ist. Wir konnten uns nicht auf diese generische, mathematisch falsch berechnete Zufallsversion entscheiden. Genau. Okay, also Spieler 2, such dir eine Kategorie aus und leg los. Ich würde mal sagen, SBC 100. SBC für 100. Und es klappt. Es klappt mit Bildern. Seht ihr die Bilder? Ja. Perfekt. Das ist nämlich eine Premiere. Spieler 2. Ja, was ist ein Bild von einem Raspberry Pi 4. Boah, das Dumme ist, es steht ja sogar drauf. Ja, es steht drauf. Ja, okay, aber super. Ja, es war ja eine 100er Frage, da darf man das. Okay, perfekt. Frage ist, ob 1 bis 8 RAM, Gigabyte RAM. Steht das auch drauf? Nee, das kann ich jetzt nicht auf dem Memory Chip erkennen. Ja, ich kann es auch nicht sehen, aber interessant. Okay, Spieler 2 war das, ne? Mhm. Gut, wunderbar, das klappt schon. Es hätte nicht sein können, dass gerade auch gar nichts passiert, außer ein weißes Bild oder so, aber es klappt. Hervorragend. Okay, dann darfst du die nächste Kategorie aussuchen. Was? Okay, nehmen wir die 200. Dann die 200. Und auch das klappt. Achso, ich muss toggeln, entschuldigt. Das habe ich vergessen. Nein. Ah, jetzt. So.
Nein, wieso habe ich jetzt die Webkonsole auf? Jetzt? Okay, jetzt könnt ihr drücken. Ich mache mal Right Guess. Banana Pie? Nein, das ist leider falsch. Was ist ein Beaglebone Black? Hat das viel gedrückt? Ich habe es mehrfach versucht. Ja, okay. Drück nochmal. Ich muss leider erst tuckeln. Alles klar. Jetzt. Genau, du was ist ein Beaglebone Black? Das ist vollkommen korrekt. Ja, ja, ja. Und es steht nicht drauf. Das ist gut. Also für eine 200. Die Marke steht drauf. Ja, stimmt, jetzt wo du sagst. Okay. Alles klar. Dann die. Moment, das war jetzt Spieler 3, ne? Korrekt. Genau. Perfekt. Okay, dann Spieler 3, die nächste Kategorie. Oh, ich war gemutet. Standardports für 300. Standardports für 300. Spieler 3, genau. Was ist verschlüsselter Mail abholen über. Oh nein, Mail versandt. Was verschlüsselt ist SMTP? Du verwechselst es leider. Du bist Spieler 3, ne? Nein, das war Spieler 2, der sich dazwischen geschummelt hat. Nee, Entschuldigung. Spieler 1 war das. Entschuldigung, mein Fehler. Was sagt die Regie? Welcher Spieler ist denn das? Welcher ist unten? Spieler 3. Spieler 3 ist unten. Okay, ja, dann kann Spieler 3 jetzt nochmal die richtige Antwort geben. Also die auf welchem Port läuft SMB? Das ist korrekt. Ja. Ich überlege gerade, was war denn der richtige Port für... 449. Nee, für 456 oder 465 war das mit verschlüsselten Mailversand über SMTP. Kann sein. Es gibt 5.8 und 4.6.5. Gibt beide. Ist halt die Frage, mit Start TLS oder direkt SSL? Okay, das übersteigt schon wieder meine Kompetenzen, das kann ich nicht beantworten. Okay, wunderbar. Das war Spieler 3. Spieler 3 hat richtig beantwortet, das kriegt auch Punkte. Perfekt. Okay, dann darf Spieler 3 auch die nächste Kategorie bestimmen. SBC für 300. SBC für 300. Und jetzt kommt ein Bild, ich bin so glücklich. Achso, ich tocke hin, entschuldigt, jetzt könnt ihr drücken. Okay, Spieler 3. Was ist denn Banana Pie? Das ist richtig. Den habe ich tatsächlich sogar noch im Einsatz. Und ich habe einen Debian Buster dafür. Das braucht nur 47 Megabyte RAM. Okay, Spieler 3. Hat richtig und genau, passt. Ich bin glücklich, dass ich diesmal die Punkte richtig bediene. Das war beim letzten Mal ein bisschen problematischer. IP-Standardports für 200. IP-Standardports für 200. Das hatten wir doch schon. Ja. Spieler 3. Was läuft noch immer auf Port 25? Ja, das ist richtig. Zählt das denn trotzdem? Ja, das zählt, weil das war jetzt eine Kategorie, die eingereicht wurde, die ich einfach Copy-Paste übernommen habe. Das ist jetzt quasi nicht die gleiche Kategorie von vorhin. Dann war vorhin die Zahl da und jetzt ist es halt andersrum gewesen. Dann nehmen wir halt jetzt die 100 aus derselben Kategorie. Dann die 100 aus derselben Kategorie. Oh, Spieler 2. Was ist HTTP? Der Port für HTTP. Das ist richtig. Wer ist denn eigentlich Spieler 1? Servus. Ah. Ich sehe noch Fefe, also. Ich sehe gerade auch nur die Ansicht, die ihr seht. Also von daher ist das für mich gerade auch ein bisschen schwierig. Aber gut, das wird alles noch schöner gemacht. Okay, dann der Spieler 2, die nächste Kategorie. Ach du Scheiße. Zeitzone 100. Zeitzone für 100. Achso, entschuldige, ich habe wieder vergessen zu tockeln. Jetzt. Ja. Spieler 3. Welche Zeitzone hat kein Offset? Das war jetzt tatsächlich gar nicht die Frage. Zumindest, aber das ist auch richtig, ja. Also tatsächlich ist die Antwort, tatsächlich ist die Frage auf die Antwort natürlich auch richtig, aber eigentlich war eher so genau, da kommt wieder der Hint, den ich vorhin gekriegt habe, von wegen, ich könnte ja mal sagen, was erwartet wird. Das wird aber voraussetzen, dass ich die Kategorien kenne. Ich habe es ja nur copy-pasted. Ich habe zwar unten diesen
den Hinweis für den Moderator, was die richtige Antwort sein könnte. Und da steht halt jetzt ausgeschrieben, wofür UTC steht. Aber ich lasse natürlich das andere auch gehen, weil es natürlich nicht falsch war. Weißt du es? Es ist diese komische umgedrehte Schreibweise. Universally Time Coordinated, weil es irgendwie Französisch und Englisch gemischt ist. Ich kriege es nicht auseinander. Aber es ist richtig, genau, so steht es tatsächlich auch hier. Ja. Spieler 3 war das, ne? Genau. Dann die nächste Kategorie. Standardports 400. Standardports für 400. Und Toggeln. Zu den Toggeln kriege ich noch raus, dass das schneller geht. Ihr könnt. Okay, Spieler 3, mal wieder. Auf welchem Port wird SNMP gesprochen? Das ist richtig. Die nächste Kategorie. Dann machen wir die Kategorie doch leer. Das nächste Mal gibt es das, wie gesagt, auch in Farbe, hoffe ich. Wie, Farbe? Ja, dass die Farben beim echten, also beim Präsenz-Jeopardy, wie es ja sonst immer auf dem Kongress und so war, gab es ja diese Funktion, Spieler 3 hat gebastelt, habe ich registriert, gab es ja die Funktion, dass die Fragen, die korrekt beantwortet sind, immer in der Spielerfarbe eingefärbt worden sind. Wie ihr aber feststellt, habt ihr alle die Spielerfarbe blau, das soll natürlich auch noch anders werden. Und da gab es dann halt so dieses Spiel im Spiel, das gibt es ja auch bei manchen Spielen, wo man dann halt quasi immer Reihen voll machen konnte. Okay, dann die richtige Frage für den Port 179. Welchen TCP-Port benutzt BGP? Das ist richtig. So, dann die nächste Kategorie. Single-Board-Computer für 400. Single-Board für 400. Und ein kaputtes Bild. Jetzt kann ich versuchen, das zu reparieren. Mal gucken. Grafik anzeigen. Mal gucken, was kaputt gegangen ist. Beim Kopieren oder beim... Zugriff verweigert. Cloudflare. Ja, läuft ja. Gucken wir mal, ob wir da noch irgendwie rauskommen aus der Nummer. Jetzt ist es bei mir sogar weg. Warte mal, das war Singleboard Computer für 400, ne? Das habe ich scheiße bedient. Hier ist es noch. Kann ich es noch anklicken? Stopp, das ist der andere. Ja, ich sehe es gerade. Ich habe es kaputt gemacht. Hast du. Bei mir auch. So, aber die Grafik habt ihr auch nicht angezeigt bekommen, ne? Nein, leider nicht. Wieso ist ein Twitch hier aus? Okay. Ich schaue mal eben was. Geh mal bitte auf den Browser. F5. Alles klar. Ja, ja, ja. Okay, also ich würde sagen, die SPC für 400 nehmen wir mal als unentschieden, mangels Content. Die kann ich auch nicht mehr anklicken, also von daher. Also ich sage mal so, ihr könnt nachher gerne Bugfixes oder so einreichen. Das ist ein Panel hat gelöst. Es ist bei GitHub gelistet. Wenn ihr nach meinem Nick sucht bei GitHub, findet ihr das auch unter Jeopardy. Also da könnt ihr euch gerne mit beteiligen. Marco aus dem Channel hat es gelöst. Was ist das Broken Image Icon? Ist auf jeden Fall sehr cool, ja. Würde ich jetzt auch glatt mit Punkten belohnen, aber ich kann es ja nicht mal. Alternativ wäre, was ist das Roland 404? Okay, das sagt mir erstmal gar nichts. Also, ja doch, aber das Roland davor sagt mir gerade nichts. Okay, dann würde ich sagen, der Zufall, ich muss jetzt leider Zufall wählen, weil, genau, der Zufall entscheidet Player 1. Ich sehe aber immer noch das kaputte Bild, ist das korrekt? Drück einfach die F5-Taste. Ah, okay. Einmal refresh. Okay. Ja, gut, super. Geht. So, Zufall hat Player 1 gewählt. Ah, ja, dann probieren wir doch mal MinCorrect 200. MinCorrect für 200. Oh, ich hoffe, bei euch ist es nicht ganz so groß wie bei mir. Ah, nee, ihr habt schon klein. Bei mir ist es überdimensioniert groß. Ich kann es quasi fast gar nicht. Okay. Du musst es freischalten. Ach so, entschuldigt. genau. Ihr könnt, wenn ihr wollt. Und könnt. Das hast du auf 100, nee, 200 war das, ne?
die Anführungszeichen. Da sind normalerweise Anführungszeichen drin. Drumrum. Ja, aber ich meine, das war das jetzt die 100? Nee, das war die 200. Die 200. Okay. Ja, da muss man vielleicht doch schon Podcast-Hörer sein. Bin ich aber erst seit Folge 80, glaube ich. Ich habe es genau andersrum angefangen. Ich höre von oben herab herunter. Wenn du von oben herab herunter hörst, müsstest du es eigentlich kennen. Ja, ja, ich kenne es ja auch. Ich hätte zwar jetzt nicht genau sagen können, welche, aber ich kenne es. Ach ja, ich sollte ja dazu sagen, worum es ja eigentlich gerade geht. Also bei der war gerade so der Hint von wegen, ja, eigentlich, wenn man das liest, dann weiß man es. Also auf die Zahl genau würde ich jetzt keinen Wert legen, einfach nur wofür es dann ist. Aber ihr wisst es quasi auch nicht, ne? Also ich löse mal auf, gibt natürlich jetzt keine Punkte für. Das wäre jetzt der Name der aktuellen Folge gewesen, 173. Deswegen ist gerade bei dir sehr ungünstig, dass du von unten nach oben hörst und nicht von oben nach unten. Ja, ich bin 2 Folgen zurück, leider. Ja, ich bin noch eher 160 Folgen zurück oder so. Ich höre, das ist immer auf dem Weg zur Arbeit. Die haben ja auch jedes Mal 2,5 Stunden oder so. Dann hast du aber nur eine sehr kurze erwischt. Keine Ahnung. 3,5 bis 4,5. Ja, okay. 4 ist eigentlich mindestens. Gut. Dann ist die Frage weg. Okay. Dann der Zufall entscheidet Player 1. Nee, 1 war schon Player 2, genau. Nee, nicht schon wieder aussuchen. Zeitzone 200. Du quälst dich gerne selbst. Nein, ich hab ein Muster. Ach du Scheiße. Ich tue mal auf. Drei Scheiben. Oh, Player 1. Was ist ein String nach dem ISO-Standard noch ohne Timezone dran? Also ohne den ergänzenden hinten. Das ist tatsächlich eine für den Moderator angefügte Antwort, zumindest eine passende Frage. Und ich ziehe den Stream nochmal genau durch. Ich weiß es. Ich möchte lösen. Ich möchte auch lösen. Ich glaube nicht. Weißt du es? Sonst gebe ich die Frage. Was ist eine Schaltsekunde wahrscheinlich? Eigentlich wäre es jetzt schon fair gewesen, früher zu machen, früher Fall zu geben. Aber ja, hier steht da, wann wurde die letzte Schaltsekunde eingefügt? Wann war die letzte? Ja, genau. Ja, tut mir leid, dass ich für die anderen Spieler, dass ich es verpennt habe, wieder zu tockeln, dass die anderen dann noch freigeben können. Also, ich lerne noch, also verzeiht es mir. Okay, dann Spieler 2. Kopf ab. Ja, beim nächsten Mal. Spieler 1 war das. Nicht vor der Kamera. Ja. Spieler 1. Guck mal, Spieler, aber ihr müsst mal so sehen, Spieler 1 spielt wieder mit, der hat jetzt auch mal Punkte. Ja, okay. Dann darf Spieler 1 auch eine Kategorie wählen. Ja, ich probiere jetzt nochmal. Dann mache ich mal MinKorrekt 100. MinKorrekt für 100. Und ich tockel auch sofort. Ja, Spieler 1. Wer sind die großartigen Moderatoren des Podcasts Methodisch Inkorrekt? Das ist korrekt natürlich, ja genau. Wobei natürlich der erste falsch geschrieben ist. Also das ist. Ich habe das von der Webseite kopiert. nein, er wird ja immer falsch interpretiert. Alles gut, sollte nur ein. Meinst du den Reinhold Remscheid? Ja. Ah, ich verstehe. Das muss aber aus früheren Folgen kommen. Ja. Ja. Okay, dann das. Dann komm, machen wir nochmal 300 von Müll korrekt. 300. Wo ist das jetzt so träge? Okay, ja. Die wunderbar bewertete, mit hunderten Bewertungen inzwischen das neue Domizil von Reini. Ja, auch, aber das Ding hat noch einen Spitznamen. Das Ding hat noch einen Spitznamen. Wahrscheinlich ja. In anderen Folgen wieder. Den letzten. Ja, genau, das ist dann wohl von dir vorbeigegangen. Aber 171 habe ich nur. Aber auch das würde ich akzeptieren. Lass ich gelten. Das lässt der Fragensteller lässt es gelten. Also. Aber der Spitzname wäre der Sendeturm. Stimmt, aber das wollten sie nur. Das wussten sie noch nicht, ob sie es machen. Egal. Also ja, mittlerweile, es sind ja mittlerweile über 700 Kommentare. Ach ja, stimmt, ihr wart noch ein paar Folgen zurück. Ja. In der von dieser Woche. Ah, okay. Haben sie es entschieden. Ah, okay. Ja, das war Player 1 und genau, ja, Punkte. Alles klar. Ja, dann machen wir doch mal 3D-Drucker für 100. 3D-Drucker für 100. Vielfalt. Oh, Player 3. Was ist ein Standard-Schrittmotor für
3D-Drucker. Das ist vollkommen korrekt. Du darfst weitermachen. Guck mal, Karl, die sieht man gar nicht. Ich verdecke hier alles. SPC für 500 machen wir mal die Kategorien. SPC für 500. Mal gucken, ob es diesmal klappt mit Bildern. Das ist die einzige Kategorie, wo nur Bilder sind. Es klappt mit Bildern. Achso, ich müsste toggeln. Ah ja, Mist. Wieder zwei. Okay, was ist ein Rocket Pie? Also Rocket Pie direkt steht jetzt nicht hier. Hier steht ein anderer Typ. Ich weiß es aber ehrlich gesagt auch nicht. Ich weiß, dass der Rocket Pie eigentlich... Kannst du die Frage wieder freigeben? Ja, Entschuldigung. Spieler 3. Was ist der Rock Pro 64? Genau, das passt. Der passt. Ja, dann weiter geht's für dich. Ich glaube, wir haben gar kein Double Jeopardy eingebaut bei der hier. Habe ich verpennt. Sorry, Leute. Zeitzone für 300. Zeitzone für 300. Es kann sein, dass noch einer kommt. Ich habe ja Copy-Paste gemacht. Achso, entschuldige, ich muss toggen. Ja, danke für den Hinweis. Wo ist eigentlich mein Getränk? Hier. Ist ja. Ja, kenne ich, aber keine. Ah, es ist einer dieser Bekloppten. Ja, ja. Ich kann sie von mir drüben holen. Ich habe auch eine Ahnung, wo sie liegt, aber kriege ich dafür nicht. Jetzt fehlt die Jeopardy-Musik. Hat jemand diese Gitarre vom letzten Mal zum Leihen? Wegen GEMA und so? Hm. Lauter. So, aber Player 3 hatte, glaube ich, gebuzzert, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob Entschuldige, habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich glaube, ich muss mal die Zeit umstellen. Welches Offset hat die Zeitzone Nepals? Ja, das ist richtig. Das Nepal. Du hast jetzt nicht diese Programmiererfragenlisten zu lesen. Die Programmierer über Zeit falsch annehmen. Okay, dann die nächste. Ich würde sagen, wenn jetzt Farben da wären, würde das ziemlich einfarbig aussehen hier. Also nicht ganz, aber viel. 3D-Drucker für 200. 3D-Drucker für 200. Und bums, jetzt könnt ihr. Ich guck mal kurz, ob der Stream noch läuft. Du guckst, der Bassert, ja? Sieht erstmal noch gut aus. Ja! Schön! Wir gucken, ob wir gleich bei YouTube gesperrt werden wegen. Ja, ja, ich mach schnell wieder aus. Das geht schnell. Hab ich gehört von. Niemand? Das ist. Haben wir keine 3D-Druckbauer unter uns? Ich habe drei Freunde, die das machen. Ich lasse immer drucken. Also ich habe Das ist jetzt wahrscheinlich sauer. Ich kann dir jetzt schon sagen, dass dein Hint nicht so ganz korrekt ist. Player 3 hat gebuzzert. Oh, Player 3. Was ist Schichtdruck? Oder Schmelzschichtdruck oder sowas? Ja, würde ich gelten lassen. Das ist korrekt. Kennst du auch, wofür die Abkürzung direkt im Englischen steht? Fused Deposition Model oder sowas? Lass ich gelten, Modeling. Ja, dann Pünktchen. Okay. Dann nächste Kategorie. Min-Korrekt für 400. Ui, da mangels Alternativen. Oh, wir haben einen Jeopardy. Jetzt können leider die Leute gar nicht buhen, wenn du weniger als das Doppelte nimmst. Wie viel willst du haben? Es funktioniert, hoffentlich. Nee. Wir können ja machen höher. Nein. Siehst du den Double Jeopardy? Wie sieht das bei euch aus? Ich sehe Daily Double. Ah, sehr geil. Ich müsste mal noch die Farbe einfärben. Mattgrau. Ja. Schön, wenn ich Kontrast für die weiße Schrift. So, hast du dir schon entschieden, wie viel du setzen möchtest von deiner 400er Frage?
Ich bleib bei 400. Du bleibst bei 400. Ich werte das mal als neutral. Ich habe da. Ich bin politisch. Normal wärst du ausgebuht worden. Achso, ich müsste mal toggeln. Ich muss ihn freigeben. Er hat Double Jeopardy erst dran. Achso. Keine Ahnung. Jetzt kannst du es freigeben. Jetzt muss ich. Okay, dann drücken wir hier alles. Player 1. Die Frage ist natürlich, worauf ihr hinaus wollt. Was ist eine der tollsten Ideen von Schwurbeln, die Minkorrekt selber aufgetan hat? für die 400. Aber der Inhalt? Für die 400er Frage würde ich jetzt aber tatsächlich, also ja, das ist schon richtig, aber ich würde schon ein bisschen mehr erwarten jetzt. Duki, und was er wirklich dann da, also ne, also im Gegensatz zu den normalen, die man sieht, aber genau jetzt könnte ich nicht. Also sie haben ein T-Shirt, da steht das drauf. Also kannst du das im Shop, konntest du das im alten Shop, konntest du das erwerben, da stand das. Ich weiß, dass das Ding zur dunklen Materie quasi ist, aber das Gegenstück, aber ja, nee, so genau. Also der Spruch, der auf dem Shirt drauf stand, war von wegen. Gib doch nochmal frei. Achso, ich gebe nochmal frei. Weiß denn jemand? Weiß noch jemand? Bestimmt doppelt so gut wie Helle. So. Soll ich auflösen? Okay. Ja, dann löst du auf. Du hast die Frage gestellt. Genau. Auf dem T-Shirt. Dunkelheit ist nicht die Abwesenheit von Photonen, sondern die Anwesenheit von Dunkelonen. Ja. Also das Gegenteil von Photonen hätte ich auch akzeptiert. Aber du hast was von dunkler Materie gesagt. Deswegen. Ja, nein, das war das Gegenstück, genau wie Materie, dunkle Materie. Egal, ich habe es nicht genau, alles gut. Alles klar. Weißt du noch jemand? Oder nee, hat ja er aufgelöst, das ist ja Quatsch, genau. Das ist, okay, durch. Alles klar, dann gibt es den Zufall und der Zufall entscheidet, das ist echt, der Zufall entscheidet Spieler 3. Auch wenn es punktmäßig ist. 3D-Drucker für 300. 3D-Drucker für 300. Also ich muss erstmal machen. Ah, ich habe gerade was, habe ich was rausgefunden? Nein, habe ich nicht. Bei der nächsten versuche ich erst zu tuckeln und dann die Frage dann zu klicken. Vielleicht ist es dann sofort frei. Interessant. Die Frage ist wieder, worauf wir heute hinaus? Worauf wollen wir hinaus? Da steht ja da das Prusa i3 Nachbau. Und ja, okay, alles klar. Ich weiß, alles gut. Ja, dann doch. Nein, ich kann es nicht beantworten, trotzdem. Pfeif nochmal. Das ist auch gut. Gut, dann. Oh, Spieler 3 hat gedrückt. Was bietet früher Printronics an? Nein, das war es eigentlich nicht, worauf wir hinaus wollten. Dann würde ich auflösen. Und zwar, hier ging es darum, von wegen der Prusa i3 ist einer von den erfolgreichen Modellen, die ständig von den Chinesen geklont wurden und dann als Arnet A8 vertrieben wurde. Ja, genau der war es. Scheiße. Ja. Der hat den nicht zu Hause stehen. Da steht einer. Also, der ist sogar halb im Bild. Ja. Einer. Ja. Ich kenne jemanden, der den indischen Klon hat. Ja. Damit Ärger. Gut, dann wieder der Zufall, der heute Abend sehr oft würfeln muss. Ich glaube, das nächste Mal mache ich mir wirklich einen Würfel mit 3, keine Ahnung. Der Zufall wählt aus Sympathie den Player 2. Yay! Zeitzone 400. Zeitzone, und er mag immer noch Schmerzen. So, jetzt ist wirklich erster. Da hast du die besten Chancen. Zeitzone 400 sagst du, ne? Ja. Ah, es funktioniert tatsächlich. Erst toggeln und dann auf die Frage klicken. Funktioniert. Worum geht's hier? Hier geht es um eine Zeit, aber hier geht es um eine spezielle Zeit, und zwar um einen Wechsel. Ich hätte es nicht gewusst.
Spieler 1. Einfach wild guess. Was ist die Grenze, was die Zeitzone mit dem Tageswechsel? Nein. Okay. Nee, also ich muss die Antwort auch zweimal lesen, um zu verstehen, was gemeint ist, aber das ist nicht gemeint und das ist auch, glaube ich, nicht korrekt. Ich meine, die hätten doch von nach vorne nach hinten gewechselt oder umgekehrt, um mehr Geschäfte mit Australien zu machen, aber welche Frage damit gesucht ist? Hier steht ein Ja, wann was vollzogen wurde und vielleicht ist ein Wasser freigeben müssen. Ja, ich gebe den Wasser nochmal frei und dann sag nochmal, wie du das meinst. Und dann, wenn du buzzerst. Wenn du buzzerst. Von wem war das? War das die von? Nein. Du hast gebassert? Nee, er hat nicht gebassert. Nicht, aber er hat was gesagt. Was wahrscheinlich richtig ist. Dann das sag. Keine Frage. Dann buzzer ich, wenn keiner will. Die eine Timezone, wo sie ihre Zeitzone gewechselt haben um einen Tag. Das war auch keine Frage. Ja, okay. Das war jetzt Blödheit von mir. Genau, wir steigern uns langsam wieder dran. Ja. Und in der nächsten Runde geben wir auch einen Minuspunkte. Ich glaube, wenn ich auf den Chat drauf gucke, zweifle ich, ob es noch interessant für eine nächste Runde geben wird, weil wir jetzt wieder so lange warten müssen. Können dieselben Leute weiterspielen, dass jemand da ist. Ja, ich würde sagen, wir lösen mal auf, weil es ist doch ein bisschen komplexer, so wie es hier steht, und müsst ihr gleich selber entscheiden, ob es ungerechtfertigt oder gerechtfertigt war. Ja, also hier steht tatsächlich. Kann man eine Frage machen. Was sagst du? Kann noch eine Frage rausmachen. Dann mach noch mal eine Frage draus. Sollte gedrückt haben. Du hast gedrückt. Das wird registriert. Achso, welches Land hat von der einen Seite der Nahrungsgrenze auf die andere gewechselt? Das ist korrekt. Player 3. Hier steht da 2011 noch. Wie kommt man denn so schnell auf diese Interpretation? Es war irgendeine Insel. Sie war in der Nähe von Australien. Und es hat diverse Software kaputt gemacht, weil die das kurzfristig gemacht haben und dann die Zeitzonendatenbanken das nicht hatten. Und wenn du halt plötzlich andere Tage auf verschiedenen Rechnern hast und Banken plötzlich offen sind und gleichzeitig geschlossen und die eine Datenbank Transaktionen annimmt und die andere nicht, dann passieren lustige Dinge. Ja. Gut erklärt. Habe ich verstanden. Deswegen ist das ein echt gemeiner Fall. Vor allen Dingen, weil halt irgendwie deswegen der letzte Tag im Jahr oder wegfiel. Für diesen Tag hat es einfach nicht gegeben. Aber nur in Samoa. Ich wie es nicht gegeben hätte. Ja gut, okay. Also dir sind die Punkte zugeschrieben worden, weil war fast wortlautmäßig so, wie es da stand. Also optimal. Okay, dann such mal die nächste Kategorie aus. 3D-Drucker. Für? 400. Genau. Die Frage ist, was ist das? Also das ist ein Wort und die Frage ist, wofür steht das oder was ist das? Ich hatte jetzt Angst, dass es ein Produkt ist und nicht mal. Die Schreibweise ist eigentlich ein Produkt. Also deswegen bin ich dran, habe ich gedrückt? Du hast gedrückt. Ja, ja. Okay, also Slicer ist prinzipiell die Software, die genau das 3D-Model legt und so weiter und in verschiedene Ebenen halt packt und so weiter. Oh, da war aber kein. Das ist die Frage. Ja, was ist die Software, die aus dem 3D-Modell verschiedene Slices macht, verschiedene Ebenen, die der 3D-Drucker bearbeiten kann? G-Code dürfte da direkt rausfallen, soweit ich weiß. Ja. Ich habe die Software tatsächlich auch mal ausprobiert, aber ich bin dann doch bei Kura hingeblieben. Das war jetzt Spieler 1. 1. Ne? 1. Ja.
Hast du ja hochgearbeitet. Null auf. Ja, ich wollte nicht bei Null bleiben. Das war mein, das war mein Ziel für heute. MinCorrect 500. Komm, wir machen die jetzt dicht. Guck mal, ich habe es gelernt. Erst auf Toggle drücken und dann die... Ja, das ist echt cool. Ja. Das war nicht MinCorrect 500. Ich wollte es gerade sagen, das ist nicht MinCorrect, aber ich kann es beantworten. Ja, Octoprint ist genau eine schöne Software mit Server, die das ganze Printen für dich übernimmt, simuliert, die gleichzeitig noch eine 3D-Aufnahme für dich machen kann, am liebsten auf dem Pi zu installieren und so weiter. Echt cooles Software. Wer möchte das nochmal als Frage stellen? Was? Warte mal, jetzt Erziehungsmaßnahmen, die Frage noch reingeben. Ja, dumm gelaufen. Die schöne Software, die einen ganzen Server rund um deinen Printer macht, den steuert, gerne mit einem Raspberry 3 und Raspberry, den Zeitaufnahmen machen kann und ja. Das klang immer noch nicht ganz wie eine Frage, aber es sollte bestimmt eines sein, oder? Das ist die Software, die. Also das war der Anfang, das habe ich verstanden. Das war ja, grammatikalisch, also nicht schön, wie im Deutschunterricht. Meine Lehrer haben gesagt, nicht schön, aber... Okay, akzeptiert. Okay, dann darfst du jetzt die nächste... Dann probieren wir doch nochmal MinCorrect 500. Okay, diesmal klicke ich auch richtig. Ah, Mist, ja. Scheiße. Boah, ist das peinlich für mich. Es ist wirklich schwierig, ob wir wirklich Podcast gehört haben oder irgendwie mal bei so einer Show. Oder, weil, der hätte die Show auch nicht gerettet. Das nein, war das 500er. Der hätte die Show auch nicht gerettet. Ihr müsst drücken. Ich probiere es einfach. Ich weiß nicht, ob das der Typ war, aber das ist die Einheit benannt nach einem Schwurbler. Da kommt eine Frage drauf. Das ist die Einheit benannt nach einem Schwurbler. Ist der auch, glaube ich, den gebenden Blick hat? Ist das der? Ich glaube. Warte mal, das müsstest du beantworten, aber es wäre, also die Antwort ist nicht korrekt. Das kann ich nicht gelten lassen. Das hätte man gelten lassen. Aber ist das, was er, ist erstmal der Hintergrund, den er genannt hat, erstmal korrekt? Das weiß ich nämlich selber nicht. Ich glaube nicht, dass das den mit dem gebenden Blick, das ist schon älter, die Einheit. Der mit dem gebenden Blick ist ja einer, der immer noch aktiv ist. Ja. Aber, kleiner Tipp, da steht eine Zahl davor. Ich gebe mal wieder frei. Aber ich ärgere mich gleich bestimmt sehr. Also, so, glaube ich auch. Wenn du die neuesten Folgen dann so nacheinander hörst, da wirst du dich an diese Szene, an diesen Zeitpunkt erinnern. Und das kennst du nur dann nicht, wenn du irgendwie 20 Folgen zurückhängst. Nee, hat ja, ich habe 160 bis 170. Aber das kann gut sein. Ja, aber ich kenne den Begriff Scheiße. Ich weiß mal wieder den Kontext nicht. Ja gut, also der Begriff selbst werde ich aber auch nicht retten, deswegen löse ich mal auf. Bitte. Peinlich. Die Antwort wäre gewesen, was ist ein Midi-Würrem? Was? Das darfst du erklären. Okay. Die haben ja Schwurbel der Woche. Ja, genau. Da haben die dann halt über die ganzen Schwurbel, das hat so und so viel Bovis, das hat so und so viel und irgendwann, weil die überbieten sich immer gegenseitig und dann sind die entweder selber oder ein Zuschauer auf die Idee gekommen, einfach zu sagen, okay, 100.000 Bovis und ein Milli-Würrem. Nee, okay, das ist, kann ich die Hand für ins Feuer legen, Folge 160 bis 170, die ich aktuell noch nicht habe. Ja, aber selbst schuld, wenn ich auch nicht höre. Selbst schuld, wenn was? Wenn ich nicht höre, wenn ich nicht. Hab ich sonst immer beim Autofahren gehört und ich fahre halt nicht mehr zur Arbeit, Homeoffice halt. Du kannst dich ja, nee, voll, lass mal das. Ja. Das Homeoffice ist schuld. Ich hoffe, die sehen das hier nie. So, der Zufall entscheidet aus Mitleid Player 500. Player 2. Zeitzone 500. Es gibt nur noch eine Sache. Der Zufall ist deterministisch geworden. Ach ja, stimmt ja, das war jetzt aber egal. Okay, ihr könnt alles geben. Ich wüsste es mal wieder nicht. Aber ich kann den Text verständlich lesen, das ist gut. Ja, bitte. Player 2. Ich habe das jetzt richtig. Welches Gebiet hat keine Zeitzone? Ich meine, die haben nämlich keine.
Lass mich eben mal bitte diesen langen Text an Antwort lesen, also was eigentlich die Frage kommt, um das beantworten zu können. Also, dass es keine Zeitzone gäbe, das ist hier, steht hier nicht. Also, das heißt. Es steht sogar explizit, dass es eine Zeitzone ist. Genau. Und das ist. Okay. Ich gebe nochmal frei. Also, wie gesagt, ich könnte es absolut nicht beantworten. Ich verstehe sogar noch nicht mal richtig die Frage hier. Ich stelle fest, Zeitzonen sind überhaupt nichts für mich. Damit will man ja auch nichts zu tun haben, seien wir mal ehrlich. Das war einfach eine dumme Idee. Nein, das ist eine gute Idee, aber ich freue mich immer, wenn andere damit Probleme haben und nicht ich. Ja. Löse auf. Alter Falter, ich habe schon Schwierigkeiten, das vorzulesen. Okay, ich gehe mal auf, genau, ich lese mal auf. Also, da steht als Hilfestellung für den Moderator, der damit auch nicht klarkommt, welche Zeitzone hatte bis 2015 eine zweiwöchige Übergangsphase von der Winterzeit auf Sommerzeit? Winterzeit, UTC Sommerzeit, UTC plus 2 und in der zweiwöchigen Übergangsphase war die Zeit UTC 1 und in Klammern und das ist kein Troll, die Zeitzone gibt es wirklich. Das ist, ich verstehe es nicht. Was ist die Zeitzone der norwegischen Antarktis-Forschungsstation Troll? Ah, jetzt verstehe ich es. Ich hätte den letzten Satz lesen sollen. Ah, okay. Was ist die Zeitzone der norwegischen Antarktis-Forschungsstation Troll? Witzig. Wieso nennt man Forschungsstation Troll? Weil es geht. Ja. Okay. Um an die Welt zu trollen. Ja, gut. Ich würde sagen, das war die erste Runde. Crash Player 3. Ja, erstmal hier das muss. Ja, punktemäßig ist das schön verteilt, schön linear von unten nach oben über drei Spieler. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich würde mich gleich nochmal dran setzen, ohne Zeitdruck die nächste Runde zu machen, aber ich weiß nicht, ob bei euch noch Interesse besteht, darauf zu warten. Ansonsten würde ich sagen, lasse ich es jetzt lieber beim nächsten Mal, wenn ich ein bisschen mehr Vorbereitung hatte, was die Fragen angeht. Technisch gesehen hat es ja gut geklappt, hoffe ich. Ich werde es gleich sehen, ob der Stream durchgelaufen ist. Ach, haben wir denn noch Leute, die dazustoßen wollen? Also sagen wir mal so, ich sehe im Chat jetzt gerade mich plus zwei und davon ist einer, glaube ich, sogar, der hier schon drin ist. Das heißt, beim Hacker-Chapter-Chat gibt es einmal, Sebalis gibt es. Ich bin weiterhin offen für Instruktionen, auch wenn sie weiterhin sehr schlecht sind. Ich bin noch hier. Cool. Ich schreibe das. Ja, super. Das heißt, wir hätten noch jemand. Dann, dann würde ich, wie gesagt, wenn die Spieler es mir verzeihen, dass ich erst noch gut eine Viertelstunde Vorbereitungszeit brauche, Viertelstunde, 20 Minuten, um die anderen Fragen eben in den JSON-Format reinzupassen oder pasten, dann würde ich dann noch mal eine Runde ansetzen. Das liegt jetzt bei euch quasi. Oh, mein Laptop ist erfolgreich ausgegangen. Akku alle. Da lief das Netzkabel. Doch, keine neue Runde. Ich gehe in den anderen Chat hier rein. Ja, also ich danke euch erstmal fürs Spielen. Ja, danke, war nice. Hast du schon eine Wattenseite? Genau, tun kannst du. Genau. Der Ton ist noch an. Ja, genau. Dann sage ich jetzt nochmal abschließend von wegen, ich bereite die nächste Runde vor. Wer mitspielen will, kommt in den Hacker Jeopardy Channel, der auch unten in den unter Video steht bei YouTube. Ansonsten einfach nur der Server mit /Hacker-Jeopardy und ich schreibe dann, sobald es bereit ist. Es dürfen auch gerne wieder die Spieler mitspielen, die eben schon mitgespielt haben, wenn es keine anderen geben sollte, nur so als Information. Ich wollte gerade sagen, such mal, ob es andere gibt. Genau. Also ich mache gerne Platz. Ich auch. Alles klar. Wie gesagt, ich bedanke mich. Ich klinke mich erstmal aus hier. Jo, war cool. Mache erstmal die nächste Runde und mal gucken, wenn ich fertig bin, ob es da noch Spieler gibt, die mitspielen wollen. Alles klar, Ton aus. Wir haben euch nicht vergessen. Wir brauchen noch so ungefähr 10 Minuten, dann geht's weiter. Haben wir neue Spieler? Kommen zurück. Genau, warte mal, welche Stream? Ach, wir gehen aus dem
gehen aus dem Jitsi von Spielern raus, genau. Okay, dann gucke ich mal, gehe ich jetzt in den Hacker-Jeopardy-Channel nochmal rein und evaluiere, ob wir noch neue Spieler haben. Einen brauchen wir noch. Ja, gucken wir mal, ob es noch mehr als einen neuen gibt, der noch mitspielen will. Ich stoße mal dazu. Die neue Runde ist schon geladen. Sieht erstmal funktionell aus. Die Bilder habe ich diesmal auch geprüft. Das heißt, diesmal dürfte es kein kaputtes Bild geben. So, wir haben im Hacker-Jeopardy-Channel mit mir inklusive noch... Oh, der Mana-Bomb, den kenne ich. Der hat es jetzt mal auch schon mitgespielt. Der hatte, den habe ich übrigens zu verdanken, dass das Spiel überhaupt läuft. Ich habe nämlich vorhin React, PHP, überhaupt gar keine Ahnung. Hm. Gut, dann schreibe ich mal rein. So, Ping. Nunde ist geladen. Geladen. Schreibt rein, die ersten drei Leute, die jetzt als nächstes antworten, sind drin. Sebalis. Genau, dann schicke ich Sebalis schon mal eine Meldung. Also einen Spieler haben wir auf jeden Fall schon mal. So, Mana-Wurm würde sich nur dann melden, wenn sonst kein anderer mitspielen will. Ach, ich sollte das vielleicht nicht laut vorlesen, aber egal. Naja, gut. Immerhin die strömende Motivation. Ja, ich meine, er hat ja beim letzten Mal tatsächlich mitgespielt und ist ja schon mal schön, dass er Interesse hat. Zumindest, ja, also da würde ich tatsächlich, wen haben wir, also wir haben jetzt einmal den Sebalis, ist ja schon reingekommen jetzt, der ist drin, dann genau. Das heißt, wir haben Nautius und Spiker, sind wir ja recht wenig. Okay, dann würde ich den Mana-Wurm tatsächlich als Backup nutzen. Zurück. Ton noch an, oder? Ton ist an. Okay. Da müssten sich nur Quest und Nerd-User 83 entscheiden, wer drin bleibt. Also ich habe zwei Spieler, einen bräuchte ich noch, genau. Ah, jetzt ist Chris weg. Also ich habe zwei, genau. Abstimmung mit den Füßen nennt man das. Ja, ja. mit der Maus. Ja. Dann bin ich doch nicht weg, weil so ein Fehler. Jetzt ist er wieder da. Ah, der ist ja wieder da. Kann es gerne machen, dann bin ich raus. Gut. Ich schaue schön den Stream. Bis dann. Ciao. Danke fürs Mitmachen. So, wann gehen wir auf Sendung? Schalten wir unser Video an. So, ich warte gerade. Ich war gerade kurz offline. Ah, Mann, warum ist auch schon da? Ist ja perfekt. Genau, dann würde ich sagen, wäre schön, wollen wir Webcam anmachen? Also, ich mache meine auf jeden Fall wieder an. Genau. So, und ich packe hier schon mal... Genau, ich weise euch am besten wieder die Spieler zu, das ist am einfachsten, weil dann müssen wir am OBS an und her schieben. Oh je, jetzt sehe ich überhaupt, welche Gegner ich hier habe. Naja, habe ich doch keine Chance. Das sind doch keine Gegner, das sind Mitspieler. Ja, Mitspieler, Chef wollte ich gesagt haben, tut mir leid. Das ist der Kombi. Hast du verstanden? Bitte? Crest ist Spieler 1. Na gut. Na gut. Sebalis ist Spieler 2. Okay, Sebalis. Ich bin Spieler 2. Genau. Und Mana-Worm ist Spieler 3. Schön, dass du auch wieder da bist. Oh, gerne. Komm mal, ich habe die URL noch mal zur Hand.
Achso, von der, ja genau. Geh mal bitte auf hacker-jeopardy.de und klick einfach auf Divok. Ja, genau, und das kommt dann Passwort, ne? Das Passwort schicke ich dir eben. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Achso, entschuldige, ich habe es wieder vollkommen verpeilt. Genau, ich schicke euch beiden jetzt einen Link mit Zugangsdaten, dann öffnet ihr das im Browser und dann habt ihr da einmal das Board mit den Fragen, wo dann auch die Antwort angezeigt wird. Ihr habt das Board mit den Punkten und den Kategorien. Dann wird darin dann auch die, wenn ihr euch für eine Kategorie entschieden habt, wird dann auch die Antwort angezeigt und ihr müsst die passende Frage dazu formulieren. Ja. Und dazu habt ihr oben links in der Ecke ein Buzzer. Da steht dann, was steht drauf? Buzz in, oder? Genau, da steht also dieser gelbe Button. Das heißt, ihr habt oben einmal diese rote Bar. Die wird nachher grün, wenn ich dann das zum Buzzern freigegeben habe. So, also ihr könnt nur buzzern, wenn die grün ist. Ich habe jetzt auch herausgefunden, dass ich erst freischalten muss und dann kann man buzzern. Also von ja, was auch nochmal. Haben wir gehört. Das will ich auch schon wieder auf den Stream geben. Ja, genau. Geh mal ruhig auf und mach mal. Das hast du schon. Ja, cool. Genau, ihr seid auch im Stream zu sehen. Sehr schön. Genau, jetzt schicke ich dir eben eine Nachricht. Ich habe mal noch jemanden angeworben. Aber warte mal, ich mache es anders. Das ist einfach nicht, dass wir wieder so einen Fehler haben, wie beim letzten Mal, als ein User rausgekommen ist. Jetzt reingekommen. Frank Knott ist reingekommen. Wie könnte das denn jetzt passieren? Doc-Lock. Wer ist denn Doc-Lock? Das ist aber blöd. Da muss man ja auf 6 umschalten. Das ist ja wieder doof. Das ist jetzt unbeabsichtigt. Der geht jetzt raus. Okay, tschüss. Ja. Okay, nee, weil das macht mir sonst meinen OBS kaputt mit den Zuweisen der Kacheln von den Spielern und so. Okay. So, könnt ihr einmal im Stream schauen, dass ich auch der richtigen Person den richtigen Namen zugewiesen habe? So, Moment. Du machst mal die Spuren aus. Hast du das Passwort in den Stream buchstabiert? Was hab ich das Passwort falsch gemacht? Das Passwort in den Stream buchstabiert. Haben Sie es gehört? Denn? Wirklich? Der Stream war doch der Ton aus. Wie kann das denn sein? Ich dachte jedenfalls, wenn der Ton aus war, ist alles gut. Der Ton war wohl aus. Der Ton war nicht aus. Ich wollte gerade sagen, wir haben den OBS extra ausgeschalten, weil das wäre ja der Morgen gewesen. Das letzte Mal haben wir dann geleakt, weil wir irgendwie im Channel drin stehen. Da kam unten so ein Pop-up. Ja, genau. Und das wollte ich halt verhindern. Deswegen dachte ich, Ton aus und ich buchstabiere es diesmal lieber. Das wäre dann fehl gewesen, wenn wir jetzt einen Ton angelassen hätten. Aber gut, ich gehe mal davon aus, das Passwort ist noch nur uns bekannt. Okay, dann würde ich sagen, dann können wir gleich starten. Also erste Frage, die Regel ist allen bekannt, zumindest eigentlich, genau. Dann würde ich sagen, dann darf der Zufall, du bist jetzt mal der Zufall. Der Zufall entscheidet sich für Sebalis. Okay. Du darfst. Ich werde so losen. Das ist die falsche Einstellung. Du, die richtige Einstellung wird, ich werde so einen Spaß haben. Ja, werde ich auch. Ich fange mal an mit Hexen 200. Okay, dann erst toggeln. Jetzt habe ich es raus, genau. Und Hexen 200. Nein, ich habe falsch angeklickt, oder? Habe ich Makerspace angeklickt? Entschuldige. Kann man die trotzdem beantworten? Ja, das Problem ist, ich müsste die Runde komplett. Ja, das ist ja jetzt auch doof. Ich könnte die Runde jetzt komplett neu starten, dann wäre die Frage aber dann ja trotzdem. Egal, mach mal, genau. Beim nächsten Zufall. Mana-Würm. Ja, soll ich beantworten? Ja. Ja, ja, was ist der Fnord-Eingang? Zu dem, die es jetzt nicht sehen konnten, die Kategorie war Megaspaces. Genau. Ja. Genau, und die Antwort ist. Warte mal, du hast jetzt die Frage gestellt, wie genau? Wie oder wo liegt der Fnord-Eingang? Was ist der Fnord-Eingang? Ja, das ist okay. Das war's. Ja. Der Hackerspace ist Neues. Du warst Player 3, ne? Ich bin 3, ja. Genau. So, dann darfst du weitermachen und ich entschuldige mich. Nee, aber eigentlich sollte ja Silberlis sein, links nochmal kriegen, oder? Ja, das ist halber. Richtig. Das dann lock doch lieber nochmal die ein, die er haben wollte. Das war Hexen 200. Genau. Toggeln, Hexen 200. Jetzt, das Problem ist, beides war HA und naja, egal. Gut, genau. Keine Ahnung, was damit gemeint ist. Würdest du raten? Nein, keine Ahnung. Nein, nicht raten?
Also ich sag mal so, ich wüsste das alles auch nicht, wenn ich nicht die Dinge einfach Copy-Paste übertragen hätte und hier das nicht angezeigt würde, was es sein soll. Zur Verteidigung. Okay, weiß nicht, Thema anders. Ich werde anders sich versuchen. Gut, dann machen wir daraus eine Bildungsgeschichte und dann löse ich auf. Und zwar 400 war für die, das habe ich weggekriegt, ich bin aber auch. 400. Wie viele Hexen gibt es? Ja, genau, wie viele Hexen gibt es derzeit? Das war die richtige, wäre die richtige Frage. Okay, der Zufall entscheidet sich, weil er es eben verbockt hat, für. Was ist das? Fest. Player 1. Player 1. Schaltung für 100. Warte mal, du hast doch gerade gesagt, ah, genau, du bist ja schon. Ja, ich glaube, ich bin langsam durch. Du hast gesagt, ja, das ist vollkommen richtig. Ich habe gesagt, du bist der Zufall. Der Zufall hat gesagt, Player 1 und der Player 1 hat gewählt und ich habe nicht zugehört. Bitte sag's nochmal. Schaltung für 100. Schaltung für 100 und ich habe nicht Jogging gedrückt. Jetzt habe ich Jogging können. Player 3. Was ist ein Schwingkreis? Das ist richtig. Konnte man es jetzt anders sehen? Jetzt muss ich gerade mal kurz was prüfen. Nö, sieht erstmal normal aus. Sieht man es anders? Ne, passt schon. Aber es ist jedenfalls richtig. Player 1 war das, ne? Nein, 3. Player 3. Das hätte ich fast wieder. Gut, du darfst die nächste. Dann machen wir mal Schaltung 200. Schaltung für 200. Erst drücken, dann draufdrücken. Jetzt haben wir es. Spieler 3. Was ist ein Wechselblinker? Bitte was? Also ein Wechselblinker oder ein Bischabil-Oszillator, wie man es nennen möchte. Da blinkt die eine LED und dann immer die andere im Abwechseln. Du meinst das Richtige, aber dein Fachbegriff war noch falsch. Aber er meint das Richtige. Also ich gucke da drauf und habe von null eine Ahnung. Also er ist direkt erkannt. Ich bin aber am Anfang ist der Wechselblinker. Wie nennt man das? Stärker durchgeschaltet. Etwas professioneller. Warte mal, für wie viele Punkte war die Frage? 200. Das lassen wir gelten, das passt. Ja. Was hättest du hören wollen? Aber ich wollte die Antwort hören. Also hier steht drin, was ist ein A-stabiler Multivibrator? Warum liest du das auch vor? Ja, ich kann mich da richtig vorlesen. Spieler 3 war das, ne? Ja. Ja. Okay, dann die nächste. Machen wir mal Telekom Post 100. Das wäre schon eher was, wo ich mit klarkomme. Ich bin ja auch alt. So, Telekom Post 100. Spieler 2. Das ist ein... Ach Gott, nee. Ich habe zu schnell geklickt. Verzeihung. Nee, tut mir leid. Weißt du denn, wofür es ist? Ja, es ist der Abschluss eines ISBN-Anschlusses, an dem dann Dinge angeschlossen werden. Für wie viele Punkte war das denn? 100. Komm, dafür also wie heißt der Abschluss eines ISDN-Anschlusses als Abkürzung? Netzterminator für Basisanschlüsse, aber ich weiß es auch nicht. Ja, komm, aber da ist ja vorhin auch schon. Er wusste doch genau, worum es geht. Ich meine, letztlich geht es ja darum, zu wissen, was gibt das mal Sebalis. Vielen Dank. Spieler, welcher Spieler war das jetzt? 2. Da muss ich noch eine Lösung für finden. Okay, aber haben wir. Okay, also ist korrekt eingestuft worden. Du darfst wählen. ich gehe mal Mobil OS 100. Mobil OS für 100. Okay. Spieler 3. Ich habe gar nicht geklickt. Wie heißt das Mobilbetriebssystem von Apple? Ja. Ja, genau. Du warst schneller im Klicken als ich. Eben hast du mich geschlagen. Das war jetzt Player 1, der das gesagt hat. Das war Player 3, oder? Nee, 1. Sorry. Hat aufgeleuchtet. Ich habe aber nicht geklickt. Folgender Vorschlag. Nicht, dass wir jetzt hier irgendwie Leute doppelt drin haben. Gib nochmal frei und dann lassen wir Player 1 einmal klicken, weil das Klicken macht ja zum Glück keine Punkteunterschied. Dann lassen wir Player 1 einmal klicken, Player 2, Player 3 einmal durchzutesten. Das ist richtig schon wieder, aber meinen Sie wirklich, dass das Passwort schon wieder geleakt ist? Ich habe nicht geklickt. Dass das die Software verwirrt ist, weil ich noch von vorhin vielleicht drin bin oder so. Was warst du damals für ein Spieler? Spieler 3. Und was siehst du oben in der URL-Zeile? Da steht der Player-Name. Player 3.
Ja, dann sei doch so lieb und hack da mal eine 1 rein und ja, dann wird's gehen. Und dann geben wir die Punkte aber auch der. Juhu, kein geleaktes Passwort. Okay. Dann gibt die Player 1. Ja. Also zweimal hintereinander wäre ja super peinlich gewesen. Einmal kann ja noch, aber zweimal. Okay. Dafür denken wir uns nochmal einen besseren Mechanismus aus. Aber ich glaube gar nicht, was für Erfahrungswerte wir hier sammeln. Habe ich mir sehr viele Verbesserungsvorschläge gesammelt. Genau, Ende des Jahres läuft es dann alles problemlos. Ja, ja, ich hatte noch das Fenster von vorhin offen und habe das nach vorne geholt. Okay, alles klar. So, dann haben wir jetzt jeder Spieler seinen richtigen Buzzer, das sind die richtigen Fenster und cool. Player 1 kriegt seine Punkte. Player 1 kriegt mal seine Punkte, genau. Warte mal, Player 1 hat gebuzzert, Player 3 hat geantwortet und Player 1, egal. Nein, Player 1 hat gebuzzert, aber ist bei Player 3 aufgeleuchtet und Player 1 hat seine richtige Antwort gegeben, deswegen war Player 1 korrekt. Okay, ich verstehe. Alles klar. Gut, dann haben wir das Missverständnis auch gelöst. Alles klar, dann die nächste Kategorie. Hier ist das Chaos-Programm. Bleiben wir doch bei Mobilbetriebssystemen für 200. Achso, mobile Betriebssysteme, genau. Dann mobile für 200. Player 2? Warum? Ach so, es hat ja doch geklappt. Wie heißt das von Google entwickelte mobile Betriebssystem? Das ist vollkommen korrekt. Welches? Fuchs hier? Es ist eine 200er Frage. Player 2 war das richtig? Ja, das war 2. Dann die nächste Kategorie. Ja, dann ich möchte nochmal bei den Hexen bleiben. Hexen 100, bitte. Hexen für 100. Diesmal klicke ich auch auf Hexen. So, jetzt haben wir es. Player 2. Ich versuche mal, wann wurden die Hexen gegründet? Das ist vollkommen korrekt. Dann Player 2. Ja. Genau. Dann die nächste. Ja, machen wir weiter mit Hexen 300. Hexen für 300. Ja, Hexen, okay. Wo wurden die Hexen gegründet? Das ist leider nicht korrekt. Also ob das korrekt ist, weiß ich nicht, aber das ist nicht die richtige Frage. Okay, wäre auch zu einfach gewesen. Dann gebe ich sie wieder frei. Keinen Strafpunkt? Tatsächlich habe ich das die ganze Zeit schon verpeilt, irgendwie im Strafpunkt. In dieser Runde war es noch nicht nötig, in der letzten Runde. Hast du in der letzten Runde immer noch nicht beantwortet oder richtig beantwortet? Nein. In der letzten Runde hast du keine Strafpunkte verteilt. Das ist mehrmals schon. Beim Doppel-Jeopardy habe ich sie bekommen. Warte mal, wer hatte eben geantwortet? Player 2, ne? Ja, ich war das 2. Also das ist sogar gerade was geht. Also solange die Waage noch offen ist, kann ich tatsächlich immer wieder Token machen. Also ich habe gerade sie jetzt abgezogen. Danke für den Hinweis. Muss ich mir auch unbedingt merken, dass ich das mache. Ja, danke für den Hinweis. Gemeinsam mit Sitzlosen. Okay, die Frage ist wieder frei, falls doch wer sich versuchen möchte. Gut, dann machen wir wieder einen Bildungsauftrag draus. Und zwar, die richtige Frage wäre gewesen, wo fand das erste Geek-End der Hexen statt? Mhm. Genau. Gut, dann der Zufall entscheidet für Player 3. Spieler 3. Okay. Dann machen wir nochmal bei den Telekom- und Postabkürzungen für 200 weiter. Telekom und Post für 200. Spieler 2. Was ist die Abkürzung für Fernsprechtischapparat? Boah, da kennt sich aber jemand aus. Jetzt muss aber auch begründen, woher. Du warst aber früher beim Gelb, oder? Ich war und bin beim Föbut, jetzt Digitalcourage, und da wurde auch gerne mit. Die waren ja in der Mailbox-Szene auch dabei. jetzt bin ich übrigens meistens auch beim Jeopardy in der Dolmetschkabine. Ich glaube, beim nächsten Mal setze ich mich da auch wieder hin. Nicht mehr auf die Bühne. Das sieht doch gut aus. Ja, aber dafür, dass du da am Anfang erst ich will mal sagen, so tief gestapelt. So wenig überzeugt von deinen Fähigkeiten warst, bist du doch gar nicht mal, du bist nicht der Letzte. Also was heißt das? Ja. Warten wir ab, bis es schwieriger wird. Und du hast schon Minuspunkte kassiert und bist trotzdem nicht der Letzte. Ja,
weiter ran. Okay, alles klar, du darfst die nächste Kategorie wählen. Ja, ich... Anni, warte mal, nee, Moment. War das jetzt richtig? Er hat richtig gewählt. Richtig gewählt. Okay, du hast es ja. Stimmt. Entschuldige. Ich wähle Mobile OS 300. Mobile OS für 300. Spiel 1. Wie heißt das gescheiterte freie Betriebssystem, das den SN900 wieder auferstehen lassen wollte? Ist es denn gescheitert? Das kann ich jetzt nicht als richtig oder falsch beantworten, weil... Wie heißt das freie das Betriebssystem auf Linux-Basis von Yola? Ja, das ist richtig. Also das ist so das, was hier genau gefordert war. Genau. Spieler 1 war das, ne? Ja. Gut, haben wir. Die nächste Kategorie. Dann bleiben wir doch bei Mobile-Betriebssysteme. Machen 400. Ja. Spieler 2. Wie heißt ein Betriebssystem, das einem Desktop Linux sehr ähnlich ist oder sehr, sehr nah verwandt ist? Hier ging es eigentlich eher um die Herkunft, wenn ich das richtig deute. Okay, wie heißt ein mobiles Betriebssystem aus Südafrika? Ich meine jetzt eigentlich eher geografische Herkunft. Ja, ich glaube, ich dreimal Minuspunkte geben eigentlich. Aber da haben wir ja noch nicht den Buzzer freigegeben hatten. Hatten wir noch nicht freigegeben? Doch, einmal hatten wir. Für die zweite Runde hattest du nicht freigegeben. Das heißt, wir müssen nur einmal Minuspunkte geben und dann den Buzzer freigeben. Okay, gib mir die Minuspunkte. Und schon geht es wieder rückwärts. Das war Player 2, ne? Ja. Ja. Oh, du bist der Erste, der es geschafft hat. Player 1. Wie heißt das Mobilbetriebssystem von Canonical? Das ist die geforderte Frage gewesen. Das Schema ist doch sehr offensichtlich in dieser Kategorie. Okay. Ja, stimmt. Ich wollte es mir vorhin auch komplizierter machen. Gut, Schaltung für 300. Schaltung für 300. Schaltung für 300. Spieler 1. Wie heißt der? Was ist ein Trendtrafo? Das ist nicht korrekt. Nein. Oh, Feier. Oh, ich habe gerade eine Erkenntnis gewonnen. Wenn ich jemand Minuspunkte gebe, tocket der automatisch wieder. Coole Funktion. Also ihr könnt wieder, wenn ihr euch daran versuchen möchtet. Niemals. Nee, hast du versucht. Spieler 1. Ist das ein Ringmodulator? Was? Was hast du gesagt? Ist das ein Ringmodulator? Gibt es dafür noch einen anderen Namen? Bei dem kenne ich es. Wäre die Definition richtig? Ich glaube nicht. Ringmischer? Das wäre die richtige. Dann können wir jetzt auch die Punkte geben. Okay. Spieler 1 war das, ne? Ja. Ist ja ein Hoch und Tief mit euch. Okay, die nächste Kategorie. Telekom-Post-Abkürzung für 300. Telekom-Post für 300. Spieler 3. Ja, was ist der Anschlusspunkt in der Linientechnik? Boah, ist ja fast wortwörtlich, wie es hier steht. Das ist doch eine Programmiersprache. Das war eigentlich ein Anschlusspunkt, den ich gut genug. Ja. Es war so gut, dass ich es nicht gehört habe. Also. du darfst wählen. Dann machen wir Telekom für 400. Telekom für 400. Jo. Ich wüsste es nicht. Also ich wüsste schon, aber nicht unter der Bezeichnung. Ich hätte eine Idee zum Raten, aber das meine ich. Ist zu heiß. Nein. Spieler 1. Was ist dein DSL-Splitter? Das ist richtig. Breitbandanschluss? Einheit?
Ja, genau. Irgendwie sowas, aber. Okay, du darfst stand hier früher auf meinem abgekürzt drauf. Was sagst du? Stand jedenfalls früher auf meinem, als ich noch ISDN hatte, abgekürzt drauf. Okay. Ich habe da nie drauf gewählt. Ich kenne es nur unter Splitter. Also von daher. Okay, nächste Kategorie. Hack und Makerspaces für 100. Wieder zwei. Wie heißt der Space in Berlin? Das ist richtig. Der? Naja, einer. Ein früher, einer vom CCC. Ja, hast recht. Würde ich gelten lassen. Ja. Also, ich denke, da kannst du auch 100. Und Z-Base, wer kennt nicht die Z-Base? Da, wo sie, glaube ich, immer noch rauchen, oder? Kennt ihr die Geschichte von der Z-Base? Ja, da ist ein Raumschiff gelandet, oder? Das ist abgestürzte Raumstation. Abgestürzt, genau. Ja, und der Qualm von den Quellen hat sich bis heute nicht gelegt. Mhm. Ich finde ja das so faszinierend, dass der Berliner Fernsehturm die Antenne von der Z-Base ist. Okay, das war Spieler 2, ne? Ja. Jetzt habe ich auf 0. Oh, raus aus der Minusregion. Mobile Betriebssysteme 500. Mobile Betriebssysteme für 500. Wir brauchen unbedingt die Farben drin. Mhm. Okay, du darfst. Alle dürfen. Alle dürfen. Alle dürfen, ja. Boah, das ist aber auch fies. Wollt ihr den Firmennamen wieder haben? Firmen? Also Projektnamen. Ja, doch, denke ich schon, ja. Na, ich drück mal. Gefährlich, aber was ist das mobile Betriebssystem von KDE, vom KDE-Projekt? Genau, das ist richtig. Oh Gott, die haben auch eins. Plasma kenne ich vor, aber Plasma Mobile hätte ich auch noch geraten. Ich hätte sogar ein Gerät dafür hier, aber. Echt? Ist noch sehr wackelig, ja. Spieler 3 war das, ne? Ja. Ja. Dann nächste Kategorie. Naja. Telekom und Post für 500. Telekom und Post für 500. Das mache ich jetzt aber nicht. Warum nicht? Spieler 1. Wie nennt die Post ein DSL-Modem? Ja, oder? Also steht DSL-Modem, ja. Ein Netzwerkterminationspunkt-Breitbandanschluss. Ja, okay. Oder für normalsterbliche DSL-Modem. Genau. Da kann man Beamtendeutsch. Ich habe absichtlich DSL-Modem als Antwort zugelassen. Ja, sehr schön. Okay, wunderbar, du bist dran. Schaltungen für 400. Schaltung für 400. Es ist bunt. Spieler 3. Ja. Was ist ein Klasse-A-Verstärker? Vollkommen korrekt. Ihr müsst mich später mal aufklären, was ihr mit solchen Dingern da macht. Also der ist üblich so im Amateurfunk oder also für Funkanwendungen oder für Audio. Also ganz High-Grade-Audio kann man das machen, aber sehr ineffizient. Ja, ist halt eigentlich nur ein Operationsverstärker. Naja. Ja. Ja, weiß ich nicht. Machen wir weiter bei Hackerspaces für 300. Hackerspaces für 300. Spieler 1. Wo ist das OpenLab? Das ist richtig. Also, wenn du jetzt meinst, in welcher Stadt ist das OpenLab, dann ist es richtig. Genau. Spieler 1, ne? Ja. Habt euch die Besten zum Schluss aufgehoben. Muss ja spannend bleiben. Dann nehmen wir doch die Hexen wieder, was das wahrscheinlich keiner von uns kennt. Hexen für? 400.
Das ist aber ein Kopierfehler. Das ist nicht ein Kopierfehler, das ist ein Klickfehler. Ich habe wieder auf Hackerspaces geklickt. Mist. Tut mir leid, das kann ich auch nicht zurücknehmen, aber ihr dürft versuchen, die richtige Frage zu stellen. Also es war Kategorie Megaspace und hier geht es dann wahrscheinlich drum, in welcher Stadt. Oh, verdammt. Ich hätte es sogar gewusst, tatsächlich. Ich habe da mal in der Nähe gewohnt. Willst du mitspielen? Ja, doch. Für mich ist das dann, ich kann so tun, als ob ich es nicht wüsste. Und dann weiß ich, ich kenne da Leute und die werden mich böse angucken, wenn ich jetzt nicht weiß, in welcher Stadt die sind. Also ich gebe mal einen kleinen Hint. Osten, das weiß ich. Ich wollte gerade sagen, es gibt ja immer Chaos West und dann gibt es die Chaoszone. Spieler 1. Wie heißt der Hackerspace in Jena? Das ist richtig. Ja. Jena war das? Ja, genau, Jena. Mhm. Jetzt noch ein kleiner Einwurf zu dem Ringmischer von vorhin. Ja. Ringmodulator wurde mir gerade mitgeteilt, ist auch korrekt. Na guck, wieder was gelernt, alle. Ich auch. Ja, witzig, ich mache ja gerade Amateurfunk-Lizenz, aber durch Corona ist es jetzt doch ein bisschen hängen geblieben und nur über Jitsi. Da haben wir zwar auch schon schöne Lösungen, wir nutzen dann auch hier den Jitsi-Channel und da gibt es bei GitHub so ein Projekt, wo man dann die Fragen so reinzimmern kann, da kann man dann anonym quasi Fragen beantworten und sieht dann halt, wie weit man richtig lag oder nicht. Aber es ist halt doch nicht so ein richtiger Satz, so, naja gut. Aber egal, machen wir weiter. Nächste Kategorie. Wechseln für 400. Mal gucken, ob es diesmal klappt. Sagen wir so, diesmal ist das Verklicken ein bisschen... Wir glauben an dich. Oh, ein Double Jeopardy. Lass mich raten, alles? Das heißt, die Frage ist jetzt nicht freigegeben, ne? Die Frage... Jetzt ist nicht freigegeben, genau. Ja. Man muss jetzt erstmal. Ich habe viel Glück damit. Ich nehme die Minimalpunktzahl, die ich muss. Ist ja eh nachher weg. Minimal ist immer der normale Wert. Ja? Also 400. Das wäre ein Cheat, wenn weniger, ne? Okay. Ich habe erst gedacht, es wäre ein Schreibfehler. Aber es ist wohl richtig. Okay. Auch eine fiese Antwort. Ich wüsste es nicht. Weil ich habe da irgendwie so ein Insider dahinter steckt in diesem, aber ich habe keine Ahnung. Aber ein schönes Wortspiel. Machen wir Pfeifenmodi. Warum ist eigentlich der Buzzer freigegeben? Warte mal, was hast du? Warum ist eigentlich der Buzzer freigegeben? Das ist eine gute Frage. Dann warte doch mal, um zu gucken, ob das wirklich funktioniert. Ich werde hier nicht passen. Also im Endeffekt... Ich denke, man geht davon aus, weil das Spiel nicht weiß, wer jetzt die Frage gestellt hat, oder zumindest wer jetzt dran war, und dass das jetzt eher eine technische Lösung quasi ist. Nee, weil du uns erst freigegeben hast. Nee, ich musste ja einmal die Frage anklicken. Ja doch, bei Ihnen hast du die Frage angeklickt. Stimmt, du hast recht. Aber eine Antwort sollten wir jetzt auf jeden Fall hören, weil durch unseren Double Jeopardy muss er beantworten, weil wenn er nicht beantwortet, ist es wie falsch beantwortet. Ja, dann geht es ja minus, ne? Was brauche ich für Zeitreisen? Das wäre der Kompensator. Das ist ein Kompensator. Nee, aber es war leider auch falsch. Ich gebe mal die Frage wieder frei jetzt für alle. Erstmal muss ich es bei dir abziehen. Player 1 war das, ne? Ja, genau. Ja. Und alle ist automatisch frei. Ihr seht genauso ratlos wie ich aus. Ja, es kommt. Ich sehe keine reduzierte Punktzahl für Player 1. Jetzt muss ich auch mal gemein sein. Hä? Hä, doch, es ist gerade schon 2-4 auf 2 runter.
Achso, da habe ich verguckt. Ja. Wir brauchen mal so eine History, die man dann angucken kann. Ihr könnt ja bei GitHub oder auf anderen Wege könnt ihr mal Verbesserungsvorschläge reinmachen oder das direkt selber umsetzen. Ja, ja, ja. Ich sag, das ist PHP, da möchten wir das übersetzen, weil ich es gebessert habe. Okay. Nett? Okay. Hat gerade jemand was gesagt und ich habe es nicht mitbekommen? Du warntest uns schon davor, dass das in PHP geschrieben ist. Das ist doch gerade das Schöne daran. Also da gibt es nur keine Antwort. Ich habe schon genug PHP in meinem Leben. Ich löse mal auf. Ich vermute, dass da irgendein Insider dahinter steckt, aber die richtige Frage wäre gewesen, zu welchem Thema haben die Hexen noch nie einen Workshop angemeldet? Ich gehe davon aus, das muss irgendein Insider sein. Ja. Können Sie ja mal bei Gelegenheit aufklären. Also ich weiß es nicht. Offensichtlich müssen wir da noch ein paar Bildungslücken schließen. Ja. Ja. Gut, der Zufall entscheidet sich für... Der Zufall entscheidet sich für Player 2. Welch eine Überraschung. Ja, ich wähle Hack und Makerspaces 500. Jetzt bitte nicht Hexen anklicken. Ich glaube, das war richtig. Ja, hier geht es dann wahrscheinlich wieder darum, was in der Stadt ist. Marzipan. Wo befindet sich das Chaotikum? Kann es sein, dass du auf fast jeder Veranstaltung durch Deutschland quer rumreist, weil du Sehnsucht nach Events hast? Zumindest früher, in letzter Zeit weniger. Also auf jeden Fall richtig, das Chaotikum befindet sich in Lübeck. Und die haben uns dazu eingeladen, zu ihrer Renovierung oder Eröffnung mittlerweile, vor 2 Jahren oder so. Ja, dann darfst du wählen. Es gibt nur ein Double Jeopardy, oder? Ich sage nichts, ich verweigere die Aussage. Dann riskiere ich lieber die Schaltung als die Hexen. Wie bitte? Dann riskiere ich lieber die Schaltung als die Hexen bei meinem Glück. Okay. Erst freigeben. Erst toggeln und dann. Oh, ich tue mal toggeln. Ernsthaft? Ich möchte gerne die Minimalpunktzahl. Die maximale? Minimal. Aber komm, du kannst ja gar nicht mehr verlieren. Selbst wenn ich habe die Chance, mit mir gleich zu ziehen. Wenn ich 1000 verliere? Jim, du hast recht, ja. Deswegen möchte ich das Risiko minimieren. Ach komm. Wenn du es richtig hast, hast du damit dann gewonnen. Wenn du es falsch sagst. Wo ist denn da der Spaß? Na gut, dann verdoppel halt auf 1000. Probieren wir es aus. Jetzt wird es spannend. So. Oh ja. Wer spickt da gerade? Wie spicken? Wie, du meinst, wir führen gerade eine Google-Bildersuche durch? Hallo? Karl, man kann dich gar nicht sehen. Beim nächsten Mal müssen wir die Kamera woanders hinstellen. Ja, aber ich muss ja so hier und da drauf gucken und so. Wie viel Zeit habe ich, um das rauszufinden? Pfeif mal rückwärts. Ich glaube, so langsam. Okay, vorbei, würde ich sagen. Bevor die Punkte endgültig abgezogen werden. Wisst ihr, was ein Bug ist in eurer Software, ein möglicher? Ja, ich weiß es schon. Ihr bindet das direkt vom Web ein? Ja, ich weiß. Das ist einfach quick and dirty wegen Zeitmangel und so. Das ist ja anonymisiert vom Webserver. Aber es gibt mir trotzdem keinen Hinweis. Was ist deine Metafolge? Was hast du gesagt? Was ist ein? Nein, das ist keine Metafolge. Nein, das ist was anderes. So, okay, dann gehe ich mal. Wie genau willst du es hören, ist die Frage, bevor ich da jetzt buzzer. Also möchtest du nur hören, was das macht oder auch, wie das richtig heißt? Wie es heißt. Ziehen wir an.
versuchst. Was ist ein Pendelempfänger oder ein Audion? Das ist richtig. Also Kurzwellenempfang. Ein Audion. Was ist ein Audion? Okay. So, und jetzt tut mir leid, ich wollte dich nicht abwürgen, aber das war das letzte Bild. Und jetzt kannst du den Bug nochmal sagen, von dem ich vermute, dass ich schon weiß, was du sagen wolltest. Dass die Bilder original aus dem Web kommen, also nicht irgendwie über Proxy oder sowas. Und ich die Adresse des Bildes dadurch dann eben herausbekommen kann. Aber sie hat nicht geholfen. Ah, und hat sie nämlich geholfen. Böser Hacker. Okay, aber ja, nein, der, von der auf diesen Hinweis bin ich schon hingewiesen worden. Das ist jetzt wirklich nur der Tatsache geschuldet, dass es Zeitmangel gab und ich jetzt nicht noch länger brauchen wollte, als die erst so anonymisiert auf den eigenen Rechner zu laden. Oh, das könnten wir mal in der Software einbauen, oder? Bei der nächsten. Ja, aber Reverse Search ist halt auch noch ein Problem, wenn die Leute ihre eigenen Rechner haben. Aber so, wenn das Backup-Skript, wenn dieses Fragen-Einreichen-Skript demnächst auch mal mit einer vollständigen Upload-Funktion ausgestattet ist, dann werden die Bilder eh anonymisiert. Das heißt, wenn links auf dem Server, dann ist das eh Geschichte. Das war jetzt einfach nur, damit wir halt überhaupt spielen können. Aber danke für den Hint. Der Autor der Runde hat nebenbei gerade gemeint, oh, das war vielleicht doch ein bisschen schwierig und danach hat er sich gefreut, dass doch noch wer erraten hat. Ach, guck. Wo denn, bei Matrix oder wo? Ah, okay. Alles klar. Dann der Spieler 3, der die Frage korrekt gestellt hat, darf jetzt auch. Gibt ja nichts mehr. Schickst du von unten auswählen. Super, freue ich mich. Ja, dann drück mal drauf. Ich kann auf Makerspaces klicken versehentlich. So, ja genau, ich kann mich nicht mehr verklicken. Ja, das ist jetzt auch wieder. Er konnte schweigen. Also ich würde im Leben nicht drauf kommen. Spieler 1. Wie lange dauert das Hexenfrühstück? Nein, das ist nicht richtig. Definitiv also nicht. Also das war aber noch 5 Stunden lang. Oh, es ist tatsächlich passiert. Hacken irgendwas, aber nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Lös mal auf, sag mal anders. Mache ich jetzt aus der letzten Frage eine Bildungsfernsehen, Bildungstube, genau. Also tatsächlich steht hier als richtiger Frage, wie viele Stunden Content haben die Hexen als Gruppe und Einzelperson zusammen mindestens auf media.ccc.de? Ja, und ich würde sagen, damit schließen wir dann Hacker Jeopardy für heute ab. Ich glaube, ich bin nämlich auch durch. Und für gestern auch. Ich bin begeistert von meiner Punktlandung. Ja. Also, ich würde sagen, vielen Dank erstmal für die Teilnahme. Hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Ich habe wieder gelernt über Bedienung dieser Software und über viele Verbesserungsoptionen dieser Software und auch andere Baustellen. Das heißt, ab nächsten Mal braucht man dann Screenshot mit direkter Reverse Image Search. Ja, irgendwie sowas. Das wenn ich vom selben Server gestreamt hätte, vom selben Rechner gestreamt hätte, wäre es für mich einfacher gewesen, die Spieler richtig zu identifizieren und ja, keine Ahnung. Aber es ist alles ein bisschen suboptimal. Der Witz ist, in der Software gibt es, habe ich gesehen, schon in den Twig-Dateien extra einen Part für OBS. Aber ich vermute, dass das nur dafür ist, wenn das lokal auf dem eigenen Rechner läuft, wo auch OBS läuft. Weil in den Videos, wenn du bei YouTube nach StarCraft Jeopardy guckst, dann findest du nämlich genau die Software, die ich hier benutze. Und der hat nämlich die Spieler auch drin. Und ich glaube nicht, dass er dafür seinen Bildschirm da erst verwechselt hat, um das überlagern. Also es scheint wohl eine Funktionalität dafür zu geben. Ich habe nur noch keine Ahnung, wie man die einbindet. Und da der Server ja eh im Rechenzentrum steht, wo auch kein OBS läuft, glaube ich sowieso nicht, dass ich es so benutzen könnte. Aber nichtsdestotrotz, wenn ihr irgendwie Bock drauf habt, euch mit PHP rumzuquälen, das Repo ist public und da kann jeder dran rumbasteln oder es auch benutzen oder halt wie auch immer. Manawarm hat da ja schon so ein bisschen Schmerzen mitgehabt. Ich weiß jetzt auch, was WS und WSS ist. Wir haben es nämlich erst wieder ganz kurz
als eine Freundin von mir das jetzt im Docker-Container ans Laufen kriegen wollte und da war WSS noch am Laufen und das hat aber eine HTTP-Übertragung, keine HTTPS-Übertragung. Und deswegen weiß ich jetzt, was WSS ist, wofür WSS steht. WebSocket Secure oder irgendwie so. Ja, wenn du das jetzt hier nicht laut gesagt hättest, hättest du das für das nächste Mal gleich beim Jeopardy fragen können. Ja, wieso? Kann ich ja immer noch. Dann ist dann die Frage von wegen, woher wusstest du es oder keine Ahnung. In welchem Hacker in Jeopardy wurde bereits einmal nach Secure WebSocket gefragt? Ja, genau. Das fühlt sich ähnlich an für die Hexenfragen für mich. Ich finde, wenn WSS WebSocket Secure heißt, dann ist es genauso verdreht wie Universal Time Coordinated. Ja, oder Hypertext Transfer Protocol Secure, das ist auch. Genau. S-Suffix ist halt einfach die Konvention. Ja. Ja, gut. Dann werde ich mich jetzt verabschieden. Ich danke euch fürs Spielen. Ja, beim nächsten Mal freue ich mich auch wieder über weitere Mitspieler. Ich versuche demnächst mal auch ein bisschen aus meinen organisatorischen Patzern zu lernen, aber ich glaube, ich werde es wieder verpeilen, mangels Zeit. Es war nett, mal die Seite zu wechseln auf die Bühne. Ich bin dafür, nicht mehr gezwungen zu sein, arbeiten gehen zu müssen, nicht mehr bezahlte Arbeit machen zu müssen. Das wäre viel schöner. Aber es ist ja noch was. Was müssen wir dir amputieren, damit du arbeitsunfähig wirst? Ich glaube, ich gehe lieber arbeiten. Ich meine nicht so, dass mir meine Arbeit keinen Spaß machen würde, aber manchmal macht man ganze Sachen lieber und die hindern einen dann irgendwie dran. Ja, gut. Aber ich glaube, das Problem hat jeder. Gut, vielen Dank fürs Mitmachen. Das wird nur hilfreich sein. Nicht, wenn ich dabei Körpermasse verliere. Ja, hat Spaß gemacht. Genau. Kreissäge 2000, die schnellste Diät der Welt. Kai, was? Kreissäge 2000, die schnellste Diät der Welt. Nicht gut. Okay, schönen Abend euch noch. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Bis dann. Ciao.